die ich zu sprechen gedenke, und damit Sie dann auch natürlich noch Zeit haben, Fragen zu stellen. Ich muss mich gleich am Anfang entschuldigen. Irgendwie ist mir mein Stick entfleucht. Ich habe da sehr schön an Sie ein paar Folien da aufgezogen für eine PowerPoint-Präsentation. Das ist leider jetzt nicht da. Sie müssen also in Väter-Sitte jetzt gewissermaßen einem gesprochenen Wort folgen. Das ist viel besser. Ich persönlich ziehe es an sich auch vor, aber in der heutigen Zeit wird ja immer erwartet, dass man das multimediamäßig macht. Und von daher gesehen wollte ich da auch den derartigen Ansprüchen gerecht werden. Aber ich werde das auch jetzt mit gesprochenen Worten machen, hier vortragen. Und damit Sie gleich eine gewisse Orientierung haben, wie es vorgeht, ich werde in meinem ersten Teil kurz etwas zu den historischen, demografischen, wirtschaftlichen Hintergrund der Krim Ihnen erzählen. Im zweiten Teil dann die Frage aufwerfen, wem gehört die Krim völkerrechtlich? Dann am ersten Teil untersuchen, welche völkerrechtlichen Prinzipien sind da zu beachten, um das eben dann festzustellen. Das muss sich ein bisschen völkerrechtlich entwickeln. Da müssen Sie vielleicht ein paar völkerrechtliche Schritte folgen, aber ich werde versuchen, das so zu machen, dass auch jemand das versteht, der sich nicht jahrelang mit der Materie beschäftigt hat. Und dann werde ich an einem getrennten Punkt auf das Verhalten Russlands kommen in diesem Zusammenhang. Ein Fazit ziehen, ein Vergleich zum Kosovo, das soll ja auch mal angesprochen werden, nicht wahr? Gibt es Parallelen, gibt es Unterschiede? Und schließlich am Ende einen, sagen wir ruhig, politischen Ausblick. Also Krim. Krim sagt man Russland. Ich weiß, wer Tschechow liest, weiß, Krim gehört zu Russland. Gar nicht so lange übrigens. 1783 haben die Russen, das russische Zarenreich, noch Katharina die Große, es sind Türken entrungen. Und fortan gehörte dieses Gebiet, die Krim, zum Zarenreich. Und das fortgängig auch unabhängig von dem Wandel in der Politik. Zarenreich, Revolution, Sowjetunion, Krim gehörte zu Russland. Und zwar innerhalb der Sowjetunion, die ein föderaler Staat war, zur russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik, nicht zu Ukraine. Das trat erst ein im Jahre 1954. 1954, da hat Chruschtschow, der bekannterweise ein Ukrainer war, der hat dann die Krim von Russland an die Ukraine übertragen, im Sinne, fast möchte man sagen, einer Morgengabe. Also der genaue Hintergrund waren zwei Dinge. Erstens, 1954, 300 Jahre zuvor hat es den Vertrag von Peroslav gegeben. Das war eine Unterwerfung der ukrainischen Kosaken unter den Zaren, ein Treueeid. Die Interpretation dieses Vertrages war dann in der späteren Zeit etwas strittig, ob es ein dauerhafter Vertrag war, eine dauerhafte Unterwerfung oder nur vorübergehend. Jedenfalls haben sie sich damals dem Zaren unterworfen. Und zur Feier dieser Unterwerfung, damit der Ukraine oder eines wesentlichen Teils der Ukraine unter den Zaren, wurde also jetzt die Krim an die Ukraine übergeben von Russland, gewissermaßen als Dankesgeschenk. Und der zweite Grund, und wahrscheinlich der wichtigere, das sind wirtschaftliche Ursachen. Und zwar, wenn man sich anguckt, die Krim hat mit Russland selbst keine unmittelbare Verbindung, keine Landverbindung. Sie ist von Russland getrennt durch die Straße von Kertsch, das im Norden das Asowsche Meer, im Süden geht es dann in das eigentliche Schwarze Meer über. Die Krim selbst ist über Land nur durch die Ukraine zu erreichen. Und dementsprechend folgt die Versorgung der Krim bis zum heutigen Tage über die Ukraine. Und zwar nicht nur Lebensmittel, sondern insbesondere auch Energie und vor allen Dingen Wasser. Die Ukraine ist ein trockenes Land, wurde bewässert und das Ganze aus dem Dnieper. Und das kam von der Ukraine und hat man aus administrativen Gründen gesagt, wir werden jetzt die Krim der Ukraine zuschlagen. Also Bundesland würde man hier in Deutschland sagen, Ukraine. Das heißt also so, das Gerede, was bisweilen herrscht, nicht weil der Khrushchev habe das in einem Anfall von übermäßigem Wodka-Genuss getan, das ist sicherlich, es will das nicht ausschließen, dass es auch eine Rolle gespielt hat, aber ist nur bestenfalls ein Drittel der Wahrheit. Also Krim ab 1954 Teil der Ukraine innerhalb des Verbandes der Sowjetunion. Und als es dann zum Zerfall der Sowjetunion kam, im Jahre 1991, Sie erinnern sich, diese dramatischen Ereignisse, das stürzte sich ja, wurde dann am Ende des Jahres 91, am 8. Dezember, das Ende der Sowjetunion festgestellt. Das war zunächst mal in Minsk, dann später noch zum späteren Zeitpunkt am 26. Dezember in
Almaty in Kasachstan und wurde festgestellt, die Sowjetunion endet, gibt es also nicht mehr. Und die Republiken, deutsche Formulierung, die Bundesländer, 15 an der Zahl, werden selbstständige Staaten, souveräne Staaten, eigene Völkerrechtssubjekte, 1991. Und in welcher Form eigene Völkerrechtssubjekte? In der Form, wie sie innerhalb der Sowjetunion als Bundesländer, ich benutze mal jetzt diesen Begriff, bestanden haben. Mit derselben Bevölkerung und insbesondere auch mit demselben Territorium. Die Landesgrenzen wurden zu Außengrenzen. Das war also 1991 und von diesem Augenblick ab war die Krim Bestandteil des selbstständigen Staates Ukraine. Und das ist auch von der Russischen Föderation, die Russische Föderation ist die alte russische sozialistische föderative Sowjetrepublik, auch ein Bundesland der Sowjetunion, wurde das anerkannt. In einem Vertrag von 1954, in einem Vertrag von 1997, in einem Vertrag von 2003 ist ganz klar gesagt worden, dass wir erkennen diese Grenzen an und die Ukraine gehört und die Krim gehört zur Ukraine. Das ergibt sich auch unter anderem daraus, das soll man ja nicht vergessen, dass Russland den Hafen Sewastopol, das ist der große Marinehafen, auch traditioneller russischer Marinehafen, auf der Krim am Schwarzen Meer, für die Schwarzmeerflotte schon seit Zarenzeiten, dass dieser Hafen geleast wurde. Geleast wurde von Russland. Wenn sie ihn leasen, ist natürlich klar, dass es nicht ihr Eigentum ist. Es ist also ganz eindeutig anerkannt, Krim gehört zur Ukraine. Gar kein, da gibt's, kann man nichts dran deuteln, weil nicht, auch nicht in Frage gestellt. Das also zunächst einmal historischer Hintergrund, demografischer Hintergrund. Ukraine, übrigens hat sie 27.000 Quadratkilometer, so ein bisschen größer als Hessen, und hat eine Bevölkerung von 2,5 Millionen. Davon sind 60% russischsprachig und etwa 25% ukrainischsprachig und 15% oder 10% sind Krimtataren, die ursprünglich wichtige Bevölkerung, die dann ja zu Stalins Zeiten deportiert worden ist nach Kasachstan. Und dann erst nach dem Zerfall der Sowjetunion kamen dann einige zurück. Also 60% Russen, 25% Ukrainer und etwa 10% Krim-Tataren. Die Wirtschaft, da ist nicht so sehr viel los. Das ist tatsächlich ein Notgebiet auch innerhalb der Ukraine, der schon als solcher schlecht geht. Es gibt etwas Gas, es gibt etwas Öl und es gibt Tourismus. Auch schon aus alter Zeit viele der alten Kurorte, wie gesagt, ich nannte Tschechow nicht mal, die waren da unten auf der Krim. Das Klima ist ganz gut, jedenfalls wenn man da zum Baden will. Das sonstige Arbeit ist da noch nicht so und es war immer ein Zuschussgebiet für die Ukraine, die sich nicht so sehr darum gekümmert hat und wird es sicherlich auch für Russland sein. Das also Hintergrund Ukraine. Nochmal, 91, Krim gehörte zur Ukraine. So, und jetzt komme ich schon bereits zum zweiten Teil. Wie ist das eigentlich völkerrechtlich, das Ganze zu werten? Da ist ein erster wesentlicher Punkt, den wir hier nennen müssen, das ist das der Begriff der territorialen Integrität. Herr Kollege. Können Sie bevorzugt zwei Einleitungen noch kurz eine Anmerkung machen zu den Tataren? Woher die kommen? Die Tataren, ja. Die Tataren, das ist die berühmte goldene Horde, nicht? Die Krim-Tataren, die sich dann festgesetzt hatten, die bevölkerungsmäßig ist, das sind das Rest zum einen von den Mongolen, Genghis Khan, nicht wahr? 1241, wir kennen das immer von Liegnitz, aber die waren ja vorher zunächst mal durch ganz Russland gezogen und haben da auch einige heftige Schlachten geschlagen. Und während sie sich dann von Europa, im engeren Sinne vom Westen, zurückzogen, sind sie aber in da unten hängen geblieben und bildeten eben die Goldene Horde, das Khanat. Und es kamen dann dazu auch Turkvölker, die sich da niederließen. Also die Krim-Tataren sind heute, werden die überwiegend nicht als Mongolen, sondern als Turkvölker eingestuft, auch von der Sprache her. Eine türkischen ähnliche Sprache. Also ich spreche beide, ich kann es nicht sagen, mir wurde das nur gesagt, dass das also eine gewisse Ähnlichkeit hat zum Türkischen. Und die waren ja dann auch lange Zeit von der Türkei, also unter dem Einfluss des Osmanischen Reiches,
Davor hat es natürlich ganz andere Einflüsse da gegeben. Die Griechen haben da schon gesessen in antiker Zeit. Genua, nicht wahr, hatte da seine Handelsposten. Sie erinnern sich, von da ist die Pest ausgegangen, von der Krim im Jahr 1348. Und durch genuesische Handelsleute und später eben dann die Tataren haben dann da gesessen, mehr oder weniger unter osmanischer Oberherrschaft bis 1783, als eben Katharina die Große das dann entrissen hat. Ja. Und die Tataren, wie gesagt, waren von Stalin in den 40er Jahren deportiert worden nach Kasachstan, so wie die Deutschen auch aus der Wolga-Republik oder die Inguschetzen oder die Tschetschenen deportiert wurden nach Kasachstan. Und waren dann, mussten zunächst mal da bleiben, bis noch in die 60er Jahre rein und konnten erst zurücksiedeln nach dem Zerfall der Sowjetunion, weil sie zuvor kein Einreiserecht bekommen hatten. Es gab innerhalb der Sowjetunion das Prinzip, da musste man innerstaatliche Reisepässe haben, um in einer Stadt sich niederlassen zu dürfen. Also das so viel zu den Krim-Tataren. Rechtliche Hintergründe, also Prinzip der territorialen Integrität, territoriale Integrität, was bedeutet das? Also zunächst mal, wo steht das? Sie haben das in der UN-Charta, ist das niedergelegt, etwa in den Verträgen der Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Sie erinnern sich, 1975 das Ganze dann überführt worden in die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit. Die hat ein Final Act von 1975, der immer noch in Kraft ist, und da ist das Prinzip der territorialen Integrität niedergelegt. Es findet sich dieses Prinzip aber auch in dem Gründungsvertrag der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das ist die Gemeinschaft gewissermaßen eine Nachfolge der Sowjetunion, bloß jetzt nicht als Staat, sondern als internationale Organisation, in der, ich sage mal mit gewissen Abstrichen, die ehemaligen Sowjetrepubliken, also die Nachfolgestaaten, sich zusammengeschlossen haben. Im Gründungsvertrag ist das Prinzip der territorialen Integrität festgelegt. Also territoriale Integrität ist ein Völkerrechtsprinzip, eine Norm, dagegen die darf nicht verletzt werden. Das ist auch, da gibt es relativ wenig Zweifel. Was heißt territoriale Integrität? Man darf nicht mit Gewalt das Territorium eines anderen Staates besetzen. Man darf nicht mit Gewalt natürlich das annektieren. Aber eine Verletzung der territorialen Integrität kann bereits dann vorliegen, wenn irgendwo in einem anderen Staat sich Aufständische da zusammentun, um sich loszusagen von einem Staat. Und ein anderer Staat sagt, die erkenne ich jetzt an, obwohl die noch im Grunde genommen Bestand dieses erstgenannten Staates sind, dann ist das eine Verletzung der territorialen Integrität, wenn man das zu früh anerkennt. Also Beispiel, wenn wir heute als Bundesrepublik Deutschland sagen, wir erkennen Katalonien als eigenständigen Staat an, wäre das eine Verletzung der territorialen Integrität von Spanien. Wir kommen auf dieses Thema noch. Zusammenhang mit eben Kosovo, Slowenien, das hat insbesondere Kroatien seinerzeit, hat das zu großen Diskussionen geführt. Deutschland hat ja, wie Sie wissen, damals Kroatien sehr schnell anerkannt, Herr Genscher, nicht wahr? Und das ist durchaus sehr kritisch, auch von den westeuropäischen Freunden kritisiert worden, beurteilt worden. So, soweit jetzt also territoriale Integrität. Und da, wenn wir das uns angucken, also Krim sagt, wer gehört zur Ukraine nach dem Prinzip der territorialen Integrität, darf ein anderer Staat da nicht eingreifen, also weder militärische Gruppierungen schicken, noch irgendwelche Hilfe bei solchem Aufstand, der auf Sezession angelegt ist, leisten, noch natürlich da etwa eine Anerkennung durchführen zu einem Zeitpunkt, wo dieses Gebiet noch Teil der Ukraine ist. So. Das ist territoriale Integrität. Und dann gibt es noch ein weiteres Prinzip im Völkerrecht, das ist das Prinzip der Selbstbestimmung. Das ja auch jetzt sehr durch die Gazetten geisterte, nicht? Selbstbestimmung. Das ist so ein bisschen der Freiheitsgedanke, man soll doch tun dürfen, was man will. Und wenn dann da eine Bevölkerung sich zusammenschließt und sagt, wir wollen aus dem Staatsverband austreten, dann sollen sie es doch dann in Gottes Namen tun dürfen. Nicht? War so ein bisschen der Gedanke dahinter. Selbstbestimmungsrecht, das ist ein altes völkerrechtliches Prinzip, jedenfalls seit dem Ersten Weltkrieg. Sie erinnern sich vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht bei Wilson, die 14 Punkte. Einer seiner wesentlichen Forderungen waren, dass Nationalstaaten gebildet werden sollten, das heißt Staaten, in denen die dort ansässige Bevölkerung Ja sagt zu dem jeweiligen Staat.
entsprechend der Ethnien. Es hat ja dann nach dem Ersten Weltkrieg, wie Sie wissen, in verschiedenen Bereichen, Nordschleswig, nicht wahr, dann im ostpreußischen Bereich verschiedene Abstimmungen gegeben, um das genauer festzulegen. Aber, wie Sie auch wissen, nicht überall sind Abstimmungen durchgeführt worden und es ist natürlich in diesem Netzwerk hier in Europa gar nicht möglich, klare Grenzen zu ziehen, ohne nicht doch irgendwelche Minderheiten in einen Staatsverband einzuschließen. Ich möchte nur sagen, die Sudetendeutschen, die bildeten im Sudetenland 80% deutschsprachiger Bevölkerung. Das ist 20% Tschechen und 80% Sudeten. Also das war sicherlich da nicht im Sinne des Wilsonschen Forderung Selbstbestimmungsrechts. Das hat aber jedenfalls da eine erste Grundlegung erfahren und wurde dann auch aufgenommen in die UN-Charta. Die UN-Charta, also ähnlich wie das Prinzip der territorialen Integrität, auch aufgenommen das Recht auf Selbstbestimmung. Das war zum einen gedacht als Recht auf Dekolonisierung. Die Dekolonisierung gegründet auf das Recht der Selbstbestimmung. Die kolonisierten Völker sollten das Recht haben, selbstständig zu werden. Es wurde weiter gesagt, das Recht der Selbstbestimmung bedeutet auch, dass keine gewaltsame Bevölkerungsabtretung erfolgen soll. Das heißt also, sollen nicht Territorien in einen anderen Staat abgetreten werden, wenn nicht die dort ansässige Bevölkerung dem zustimmt, also gegen den Willen nicht. Das sind festgelegte Prinzipien, die auch nicht in Frage gestellt werden. Schwierig wird es jetzt, ob das Recht auf Selbstbestimmung auch das Recht einschließt, aus einem Staatsverband, zu dem man gehört, auszuscheiden. Wenn es die Bayern sagen, nicht wir machen uns vom Acker. Wir wollen nicht mehr in der Bundesrepublik leben, nicht wahr? Oder konkreter Venetien, nicht wahr? Wir haben es. Oder Schottland oder Katalonien, nicht wahr? Alles Beispiele, auch hier im Westen, nicht wahr? Wo doch solche, also von Bayern möchte ich, dass ich es nicht gesagt habe, nicht, dass ich das weitertrage, dass ich das behauptet habe, aber das ist nur rein theoretisch, das ist ein bisschen hier in Deutschland, hat man vielleicht für dieses Beispiel am meisten Verständnis. Jedenfalls ist es, also, ist jetzt die Frage, dürften die denn da gehen? Und hat es da eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs im Haag gegeben, im Jahre 2010 im Zusammenhang mit dem Kosovo. Und da hat er einen Satz gesagt, über den wir auch durchaus gerne sprechen können, hat gesagt, das Völkerrecht erlaubt eine Sezession nicht. Das Völkerrecht verbietet sie auch nicht. Also er hat es genauer formuliert, eine Unabhängigkeitserklärung. Erlaubt es nicht, verbietet es auch nicht. Ob ein Staat entsteht oder nicht, ist allein eine Frage, ob ein Gebilde da ist, das A, ein Territorium hat, B, eine Bevölkerung und C, eine effektive Staatsgewalt. Wenn diese drei Elemente da sind, dann ist eigentlich ein Staat vor. So der Internationale Gerichtshof. Ich persönlich bin da etwas kritisch mit dieser Auffassung des Gerichtshofs. Es gibt in jedem Fall schon Einschränkungen in zweierlei Hinsicht. Erstens, eine Sezession darf nicht stattfinden auf gewaltsame Weise. Also wenn ein Staat, etwa ein dritter Staat sich aufmacht und dort Gewalt ausübt, um gewissermaßen da einen unabhängigen Staat zu schaffen, dann ist das ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und wir haben da Beispiele. Wir haben da Beispiele, zum Beispiel Nordzypern. Nordzypern wurde 1974 von der Türkei besetzt, dann als eigener Staat geschaffen, bis zum heutigen Tag aus türkischer Sicht als eigener Staat fortbestehend. Aber die Völkergemeinschaft hat gesagt, das ist so nicht zulässig. Da gibt es auch Resolutionen der Vereinten Nationen, die gesagt, dürfen nicht anerkannt werden. Aus diesem Grunde, bis zum heutigen Tage, Nordzypern allein von der Türkei anerkannt. Sonst von keinem Staat. Das ist also eine Einschränkung dieses Sezessionsrechts, also Faktizität in eine Staatlichkeit umschlagen kann. Und das Zweite ist, dass immer gesagt wird, es muss immer eine gewisse Zeit vergangen sein. Man kann nicht gewissermaßen ein Gebilde schaffen und übermorgen ist er schon als Staat anerkannt. Es muss tatsächlich sich zeigen, dass da eine effektive Staatsgewalt vorhanden ist. Wie gesagt, wir haben das eben am Beispiel Kroatien schon genannt, aus Slowenien. Wir werden das auch noch beim Kosovo behandeln. Also das ist in jedem Fall gegeben.
Ich bin trotzdem mit dieser Aufformulierung des Internationalen Gerichtshofs nicht ganz einverstanden. Es gibt noch weitere Dokumente im Völkerrecht, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Da gibt es so eine Resolution der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 1970, wo auch das Prinzip der territorialen Integrität genannt wird, dass er immer in Spannung steht, und b, die Selbstbestimmung. Und da ist eine gewisse Hierarchisierung vorgenommen worden und gesagt worden, oberstes Prinzip ist die territoriale Integrität. Es gibt eine Selbstbestimmung, aber nur innerhalb eines Staates, die sogenannte innere Selbstbestimmung. Die bedeutet, dass ethnische Minderheiten einen Anspruch darauf haben, eine gewisse Autonomie zu bekommen, innerhalb derer sie dann etwa ihre Sprache, ihr Kulturgut pflegen können, eigene Schulen betreiben können und auch durchaus eine eigene Verwaltung haben dürfen oder sollen, etwa innere Autonomie. Aber kein Recht zum Austritt, das ist an dieser Resolution, die ein Ausdruck ist, einer Staatenüberzeugung, niedergelegt worden. Und es ist nur angedeutet worden, auch nicht ganz ausgeführt worden, es könnte ein Recht auf Sezession dann geben, wenn der Zentralstaat, nenne ich ihn mal, in massiver Weise die Rechte der Minderheiten, die einen Anspruch auf innere Autonomie haben, verletzt. Wenn es zur massiven Verletzung kommt, bis hin zum Genozid, dann könnte es eine sogenannte Remedial Secession, heißt das im Englischen, es gibt da kein so ganz genaues deutsches Wort, eine kompensatorische Sezession geben. Das ist aber nur angedeutet, und wenn Sie mich fragen, hat es derartige Fälle gegeben bislang im Völkerrecht, sage ich klar, nein, gibt es nicht. Und da Völkerrecht sehr viel auf Gewohnheitsrecht, damit auch auf Präzedenzfällen beruht, kann ich sagen, nach meiner Auffassung ganz klar, eine Remedial Secession bis zum heutigen Tage nicht Bestandteil des Völkerrechts. Also, wenn ich das so einordnen darf, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht, aber nur ein internes und ein Sezessionsrecht, also solches ist nicht gegeben. Und wenn wir uns dann mal angucken, wie ist das allgemein behandelt worden, auch in westlichen Staaten. In westlichen Staaten nehmen wir zum Beispiel Australien, ist Ihnen vielleicht nicht so bekannt, da gibt es so Western Australia, da ist in 30er Jahren zu einem Versuch gekommen, einer Losspaltung von Australien, selbstständige Staat wollten sie werden, das ist in der westliche Teil von Australien. Und da ist gesagt worden, seinerzeit noch in London, House of Lords geht nicht, solange nicht das Gesamtparlament dem zugestimmt hat. Ein einzelner Landesteil kann sich nicht alleine lossagen. Genau dieselbe Auffassung vertritt auch Spanien, das spanische Parlament, die Cortes, die sagen auch ganz klar, und das ist auch neulich nochmal bekräftigt worden, Katalonien hat kein Recht darauf, sich einseitig loszusagen aus diesem Verband. Und ein drittes Beispiel aus dem Westen hinzubringen, das ist Quebec, Kanada. Da ist es ja auch das Quebec, nicht wissen Sie, frankophones Gebiet. Die haben auch versucht, sich loszusagen aus dem kanadischen Staatsverband. Da ist es zu einer berühmten Entscheidung des kanadischen Supreme Court gekommen aus dem Jahre 98. Und da hat dieser Supreme Court entschieden, es gibt keine Möglichkeit, dass ein solches Territorium ohne die Zustimmung des Zentralstaates aus dem Staatsverband ausscheidet. Das kann nur einvernehmlich geregelt werden. Wenn es dazu entsprechend Spannungen kommt, sollte man da Regelung finden, aber einseitige Loslösung nicht möglich. Und ich kann auch gerne auf Russland kommen. Ich werde, wenn Sie die Russen ansprechen, sollen Sie die Tschetschenen auch einseitig lossagen oder die Inguschiten oder Tatarstan, wo es sehr starke Souveränitätsbestrebungen gibt. Oder ich kann auch gerne das Kaliningradsker Oblast nennen. Ich war, das ist, früher sagte man dazu Königsberg, ich war der Nordostpreußen. Wenn Sie, meiner Auffassung, meine Beobachtung, wenn Sie heute eine Volksabstimmung durchführten, wollt ihr zur Europäischen Union gehören, würde die wahrscheinlich zugunsten der EU ausgehen. Ja, redet haben will. Im Gegenteil, ich glaube auch, dass da ein solches Recht nicht besteht, aber das ist auch die Auffassung Russlands. Man muss eben, wenn Russland das Krieg etwas anders sieht, dann soll man das Russland durchaus an seine eigenen Prinzipien erinnern und sie da festnageln. Also das Verhältnis einerseits territoriale Integrität, andererseits Selbstbestimmungsrecht, territoriale Integrität hat da einen Vorrang. Das heißt also, bezogen jetzt auf die Krim, die Bevölkerung, wenn sie dort eben ein entsprechendes Referendum durchgeführt hat, das ist ja geschehen, ich war am 16. März dieses Jahres, dann ist das nicht gewissermaßen vom Völkerrecht getragen.
meine, die Russen, wir haben das ja durchaus genannt, sie haben dort Selbstbestimmungsrecht ausgeübt, und das wird am besten vorgehalten, ihr seid offen für die Freiheit, wie könnt ihr das jetzt den Krim-Bewohnern da verwehren? Muss man sagen, wir haben das eben nicht auf einer rechtlichen Grundlage betrieben. Und das ist, denke ich, eine ziemlich eindeutige Sache. Auch da würde ich auch in einer Diskussion sehr vehement diese Position vertreten. Und es bedurfte sehr, sehr gute Argumente, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Also, das zur Frage des Selbstbestimmungsrechts. Und dann kommen wir jetzt zur Frage, was ist die Position Russlands? Was ist die Position Russlands in diesem Spiel? Man weiß natürlich nichts Genaues. Das ist ja bekannt. Was hat Russland getrieben? Was man genau weiß, ist, dass Russland, als es zu Unruhen kam in der Ukraine, im Februar eine Genehmigung zur Mobilisierung der eigenen Streitkräfte herbeigeführt hat. Das ist damals um den Bundesrat, den russischen Bundesrat geschehen. Putin durfte, wenn es zu Schwierigkeiten in der Ukraine kommt, die russischen Streitkräfte benutzen. Das ist natürlich eine massive Drohkulisse. Eine massive Drohkulisse, und ich erinnere daran, dass nach der UN-Charta nicht nur die Nutzung von Gewalt verboten ist, sondern auch schon die Androhung von Gewalt. Das heißt also, in dem Augenblick, wo eben eine solche Drohkulisse aufgebaut wird, ist das ein Verstoß gegen eines der Grundprinzipien der UN-Charta. Das hat also Russland getan, und ob nun diese Gruppierungen russische Streitkräfte waren, die nur keine Embleme trugen, oder ob das Gruppierungen waren, die nur unter die zwar private Gruppen waren, aber nur unter russischer Ägide da agierten, das kann dahingestellt bleiben. In beiden Fällen, da gibt es auch nichts zu deuteln dran, ist das ein Verstoß gegen das Aggressionsverbot. Ob Russland da eigene Truppen eingesetzt hat oder private genutzt hat, kommt auf selber raus. Das bräuchte man nicht zu untersuchen. Nur wenn sich nachweisen ließe, dass die Personen, die da agierten, überhaupt nichts mit Russland zu tun gehabt haben, dann könnte man möglicherweise zum anderen Ergebnis kommen. Der Anschein spricht gegen Russland, das muss man so deutlich sagen. Spricht ganz deutlich gegen Russland, wie gesagt, nachdem sie die entsprechenden Beschlüsse gefasst hatten im Föderationsrat A und B, wenn man sich die Bewaffnung der Leute anguckt, die sehr so massiv war, dass also selbst die ukrainischen Streitkräfte, die da stationiert waren, gegen die nichts ausrichten konnten, deshalb auch den Kampf gar nicht erst aufgenommen haben, dann spricht sehr viel dafür, dass das Ganze unter russischer Führung erfolgt ist. Das heißt, Russland hat damit zunächst einmal gegen das Aggressionsverbot verstoßen. Aber wir können jetzt nicht stehen bleiben, wie auch im Strafrecht allgemein, da gibt es ja dann auch hier im Völkerrecht mögliche Rechtfertigungsgründe. Der erste Rechtfertigungsgrund, den die Russen angeführt haben, damit haben sie natürlich schon implizit anerkannt, dass sie schon da agierten, war, dass sie sagten, Herr Janukowitsch, Präsident der Ukraine, der hat uns doch eingeladen. Janukowitsch hat doch gesagt, ihr könnt kommen. Und tatsächlich gibt es so ein Schreiben, und Herr Janukowitsch hat das auch gesagt. Herr Janukowitsch, das würde ich übrigens an dieser Stelle auch gerne sagen, Janukowitsch war zu diesem Zeitpunkt, und eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt, de jure der Präsident der Ukraine. Er hat sich zwar außer Landes begeben, aber die Geschichte ist die, dass er gewählt worden ist im Jahre 2010, und das sage ich auch in völliger Klarheit, auf demokratische Weise ist Janukowitsch gewählt worden. Da hat es gewisse Unregelmäßigkeiten gegeben, aber gewissermaßen in dem Rahmen dessen, was da drüben in Osteuropa üblich ist. Es war nicht so, dass man sagt, das war eine völlig manipulierte Wahl. Er ist gewählt worden mit Mehrheit und war im Amt und hätte im Amt bleiben können bis zum März 2015. Er ist aus dem Amt gejagt worden. Das ist auch möglich in der ukrainischen Verfassung. Allerdings bedarf es dazu einer qualifizierten Mehrheit der Deputierten, von 3/4 aller Deputierten im Parlament. Und diese Mehrheit hat nicht vorgelegen. Haben zwar ein sehr großer Teil für diese Absetzung von Janukowitsch gestimmt, aber nicht hinreichend. Erstens und zweitens bedurfte es eines Gutachtens dazu des ukrainischen Verfassungsgerichtes, ist auch nicht eingeholt worden. Ergo, das ist auch ganz klar, die Absetzung von Janukowitsch war ein Verstoß gegen die ukrainische Verfassung. Punkt. Damit kann man sagen, de jure ist im Amt, aber er hatte natürlich keine Macht mehr. Er war außer Landes gegangen und übte sie nicht mehr aus. Und jetzt komme ich zurück zur Frage der Einladung. Wer kann eine Einladung aussprechen?
Und da ist im Völkerrecht immer gesagt, es kann nur der die Einladung aussprechen, der auch die Macht hat. Also nicht nur de jure, sondern auch de facto. Sonst würde nämlich die Gefahr bestehen, dass irgendwelche abgesetzten Herrschaft von außen Kräfte herbeiziehen und dann einen Bürgerkrieg dann mit Hilfe von außen da lostreten. Und das soll genau vermieden werden. Deshalb ist an sich herrschende Auffassung im Völkerrecht, eine Person, die abgesetzt ist, kann eine solche Einladung nicht mehr aussprechen. Ganz abgesehen davon, dass auch in Bürgerkriegssituationen ganz unabhängig von solcher Frage der Absetzung und so, ob die dann legal oder nicht legal gewesen ist, ganz unabhängig davon kann eine, soll im Bürgerkriegen dürfen Streitkräfte von außen nicht herbeigeführt werden, weil dann gesagt wird, das ist an sich dann Sache des Volkes selber, die Entscheidung zu finden. Möglicherweise die UNO, die kann das machen als eine neutrale Organisation, aber nicht ein anderer Staat. Also Einladung im konkreten Fall zieht nicht. Das nächste Argument, was von Russland zur Rechtfertigung aufgeführt wurde, ich sagte ja, Aggression, nicht kann das gerechtfertigt werden, da haben sie gesagt, wir schützen doch unsere Bürger. Nun muss man sagen, dass nach dem ukrainischen Staatsangehörigkeitsrecht alle Personen, die auf der Krim leben, ukrainische Bürger sind. Punkt. Ukrainische Bürger. Man, wenn sie das Urlaub machen, sind sie natürlich nicht zum ukrainischen Bürger, aber es war seinerzeit so geregelt in den verschiedenen Staaten, dass die Personen, die auf dem Territorium blieben, in der Regel, es gibt also kleine Ausnahmen, in der Regel die Staatsangehörigkeit des Territorialstaates bekamen. Russland hat seit geraumer Zeit eine Politik betrieben und die sind gerade dabei, das eigene Staatsangehörigkeitsrecht auch noch stärker da zu liberalisieren, dass sie russischsprachige Bevölkerung außerhalb der russischen Föderation lebte, die russische Staatsangehörigkeit anboten. Und das haben durchaus einige Personen außerhalb Russlands angenommen. Ich erinnere an Abchasien, an Südossetien, da war eine ähnliche Konstellation. Viele Abchasen, viele Südosseten haben die russische Staatsangehörigkeit angenommen, aber auf freiwilliger Basis. Ob das völkerrechtswidrig ist oder nicht, ist eine hochumstrittene Geschichte. Normalerweise ist ein Staat frei zu entscheiden, wie und wem er die Staatsangehörigkeit gibt. Sie kennen in Deutschland die Diskussion über das Jus Soli, nicht sollen hier geborene Kinder von Ausländern deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ob wir das machen oder nicht, ist eine Entscheidung des deutschen Staates. Da gibt es auch keine Pflichten völkerrechtlicher Art, frei. Aber üblicherweise wird gesagt, dass man Staatsangehörigkeit nach außen nicht vergeben kann. Wenn nicht an irgendeine besondere Verbindung zwischen der Person zu dem Staat besteht. Warum nicht? Weil das sonst eine Einmischung in die Angelegenheit des anderen Staates ist. Es gibt da natürlich, und das müssen wir sagen, auch hier in die deutsche Geschichte guckend, gewisse Ausnahmen. Wie Sie wissen, waren alle DDR-Bürger auch Bundesbürger. Das hatte aber, das war auch wichtig für die Wiedervereinigung, weil auf diese Art und Weise wir diplomatischen Schutz in der Prager Botschaft ausüben konnten. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn das keine Bundesbürger gewesen wären. War also von daher durchaus von Bedeutung. Aber wir hatten, also das ist dann relativ trickreich geschehen. Da ist nämlich gesagt worden, das berühmte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 vor dem Ersten Weltkrieg, das war noch in Kraft und ist nie geändert worden. Und die hatten damit alle diese Personen diese deutsche Staatsangehörigkeit aufgrund dieses Gesetzes. So war die Argumentation der Bundesrepublik. Und sie haben gesagt, wir haben ja niemandem die deutsche Staatsangehörigkeit gegeben, sondern wir haben ja einfach nur Zeit. Ist übrigens heute genauso in Korea. Südkorea erkennt alle Nordkoreaner als eigene Staatsangehörige an. Also das nur am Rande. Es gibt da so historische Ausnahmen. Und wir könnten jetzt so in die Einzelheiten gehen, wie ist eigentlich die Situation in Russland. Das können wir gerne in der Diskussion nachher machen, will ich mal beiseite lassen. Ich sage nur, Fakt ist, dass Russland einer nicht geringen Anzahl von Personen auf der Krim die russische Staatsangehörigkeit gegeben hat. Und jetzt kommt die Frage, können Niedermänner, das mal sehen, annehmen, das sei alles korrekt, kann man ins Ausland gehen, um die eigenen Staatsangehörigen zu schützen? Kommen wir zur Frage der Selbstverteidigung. Jeder Staat hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Selbstverteidigung im klassischen Sinne ist die Verteidigung des eigenen Territoriums. Das ist ganz klar, ja, wenn irgendein Staat in der Bundesrepublik einfällt, ich war Liechtenstein, greift die Bundesrepublik an, nehmen wir mal so ein praktisches Beispiel, da können wir uns dagegen wehren, gar keine Frage. Dann ist der Staat, wie ich ja vorhin gesagt habe, besteht nicht nur aus dem Territorium, sondern auch aus der Bevölkerung.
darf man auch die Bevölkerung schützen, wenn sie im Ausland ist? Es gibt ja durchaus im Staat eine nicht geringe Anzahl der eigenen Bevölkerung im Ausland. Jetzt stellt man sich vor, in der Bundesrepublik käme es zu Massenpogromen gegen Türken, die die türkische Staatsangehörigkeit haben. Kann die Türkei was unternehmen, um die Türken hier zu schützen? Wir haben solche Beispiele gehabt, erinnern Sie vielleicht, der ein oder andere, Entebbe 1976. Da wurde ein französisches Flugzeug mit israelischen Bürgern entführt von palästinensischen Terroristen, übrigens auch deutschen Terroristen, die dabei waren, nach Uganda. Und der damalige Präsident Idi Amin, der hat da so ein bisschen kollaboriert mit diesen Terroristen. Israel sah aus guten Gründen seine Bürger in Gefahr, hat dann ein paar Luftwaffeneinheiten hingeschickt und da mal kurz aufgeräumt. Spricht also die ugandische Luftwaffe beseitigt und die Geiseln befreit. War damals sehr stark diskutiert, ob Israel das durfte. Israel hat klar gesagt, das war ein Akt der Selbstverteidigung. Wenn unsere Bevölkerung angegriffen wird, egal wo, werden wir sie verteidigen. Israel ist damals sehr stark kritisiert worden. Nichtsdestotrotz hat es eine ganze Menge Nachahmer gegeben. Die USA, 1983, in Grenada, da ist so eine kleine Insel in der Karibik, eigener Staat, kam zum Umsturz, kommunistisch roch das Ganze, haben die ihre Streitkräfte geschickt, sagten, die US-Bürger waren in Gefahr. 1989, Panama, Noriega, Sie erinnern sich, ich war auch eine finstere Gestalt von USA großgezogen, war dick im Drogenhandel drin, haben sie zugegriffen, haben auch gesagt, Begründung, warum sind wir reingegangen, Schutz einer Bürger. Wir brauchen gar nicht so weit zu gucken, auch die Bundesrepublik hat solches gemacht. 1997 in Albanien, da kam es zum Zusammenbruch des Staates aufgrund eines Pyramidensystems, das war ja gerade frei geworden, die hatten dann gedacht, man kann mit 100, 200, 300% Zinsen da reich werden, das ist dann zusammengebrochen, kam es zu Volksaufständen, Bundesrepublik hat bewaffnete Einheiten reingeschickt, allerdings nur, um die Bürger rauszuholen. Aber Begründung war Schutz eigener Bürger im Ausland. Dasselbe übrigens jüngst 2011 in Libyen. Auch da haben wir bewaffnete Einheiten geschickt, um europäische Bürger da rauszuholen. Da haben wir nicht lange Herrn Gaddafi gefragt, ob wir das durften. Kann man sich lange darüber unterhalten? Ist das Selbstverteidigung? Die Bundesrepublik, die Bundesregierung selber ist da relativ schweigend geblieben, hat da nicht groß argumentiert. Sie haben es gemacht, es ist nicht sehr kritisiert worden. Man kann sich heute die Frage stellen, ist das inzwischen gewohnheitsrechtlich anerkannt? Ich persönlich habe nach wie vor Zweifel, weil das natürlich immer ein sehr schnell vorgeschobener Kriegsgrund sein kann. Ich persönlich und ich denke auch, dass das noch nach wie vor nicht hinreichend genug anerkannt ist, um das als eine allgemeine Völkerrechtsnorm anzusehen, dass man also im Rahmen der Selbstverteidigung auch eigene Bürger im Ausland schützen darf. Aber wie gesagt, das ist umstritten. Sieht man aber einmal davon ab, ob eine solche Norm im Völkerrecht besteht, dass man nämlich, dass ein Staat seine eigene Bevölkerung im Ausland schützen darf, muss man sagen, auf der Krim hat es keinen Anlass gegeben, einen solchen Schutz auszuüben. Warum hat es einen solchen Anlass nicht gegeben? Weil es da zwar zu kleinen Geplänkeln gekommen ist, aber dass da in massiver Weise russischsprachige Bevölkerung gewissermaßen unter Gewalteinsatz unterdrückt worden ist, das ist nicht nachgewiesen. Das ist sicherlich, was da von russischer Seite erzählt wird, das sind etwas Märchen. Also das heißt, die Voraussetzungen für die Ausübung eines solchen Schutzes waren nicht gegeben. Die Russen sind darüber noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, dass unabhängig von unseren Bürgern dürfen wir da einmarschieren. Und es hat sich doch ein ganz neues Prinzip im Völkerrecht entwickelt. Sie haben da vielleicht davon schon gehört, die Responsibility to Protect, die Schutzverantwortung. Schutzverantwortung, das ist ein Gebilde, das sich ein Begriff, der sich geformt hat nach dem Kosovo-Krieg. Als alle Welt sich fragte, war der Kosovo-Krieg 1999, war der völkerrechtsgemäß, da ist da gesagt worden, eigentlich nicht, das ist so abgelehnt worden. Auf der anderen Seite wurde gesagt, wir können doch aber nicht dazulassen, dass da möglicherweise nur wegen einer Blockade im Sicherheitsrat da die ganze Bevölkerung niedergemacht wird. Das musste irgendeine Lösung geben, da ist eine Gruppe eingesetzt worden von Völkerrechtlern, die dann ein Projekt erarbeitet hat, das dann auch in die Generalversammlung gegangen ist, der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und dieses Projekt war eben die Entwicklung der Responsibility to Protect. Und die sollte besagen, dass wenn es zu massiven Menschenrechtsverletzungen kommt, unabhängig von der Staatsangehörigkeit, auch gegenüber der Bevölkerung des eigenen Staates, also des anderen Staates,
dann muss die Staatengemeinschaft da etwas Mittel ergreifen, Wirtschaftssanktionen verhängen, Staat isolieren, dazu dringen, dass er seine eigene Schutzverpflichtung gegenüber der eigenen Bevölkerung wahrnimmt. Aber der Herr Schröder hat doch jetzt die Völkerrechtswidrigkeit eingeräumt. Damals hat es das auch noch nicht gegeben. Das ist völlig richtig. Das ist richtig. Es war auch völkerrechtswidrig, ja. Das muss man so sagen, ja. Das war ja 1999, Anerkennung dieses Prinzips durch die UN-Generalversammlung war 2005, ist also erst später gekommen. Aber auch da muss ich sagen, darf man im Rahmen dieser Responsibility to Protect bewaffnete Streitkräfte einsetzen, einseitig, ohne eine Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat? Nein, geht nicht. Geht nicht. Das ist auch eindeutig deutlich festgehalten. Auch heute, zum heutigen Zeitpunkt, dürfte im Fall eines Kosovos, wenn das sich heute abspielte, dürften nicht einseitig da Streitkräfte hingeschickt werden. Dasselbe gilt also auch für die Krim. Die Russen, wenn sie sich berufen auf diese Responsibility to Protect, um dann die Bevölkerung zu sichern, weil sie sagt, da bricht das Chaos los, da geht es drunter und drüber, es wird zum Völkermord kommen, dürfen sie es nicht, weil es keine Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat gegeben hat, im konkreten Fall. Und abgesehen davon, und das wiederhole ich nochmals, von den Fakten her war es überhaupt nicht so, dass das also zu massiven Ausschreitungen gekommen ist. Von daher gesehen also, Rechtfertigung dieser Aggression, A, Einladung, B, Schutz eigener Bevölkerung und C, allgemein Responsibility to Protect, alle drei Rechtfertigungen greifen nicht. Fazit, Russland hat gegen das Aggressionsverbot verstoßen und damit einen schweren Völkerrechtsbruch begangen. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen. Bitte nochmal. Es wird auch nicht gesagt, dass das völkerrechtsgemäß gewesen ist. Das einzige Argument, was sich damals eben entsponnen hatte, war die Frage des Schutzes der eigenen Bevölkerung, was aber in beiden Fällen nur vorgeschoben war. Das muss man ganz deutlich sagen. In beiden Fällen war das von den USA vorgeschoben. Also selbst wenn man eine solche Argumentation anzuließe, hätte sie in beiden Fällen nicht gegriffen. Jetzt nochmal, wie ist die Entwicklung der Zustand der Krim dann ist weitergegangen. Die Krim wurde nach diesem Referendum sehr schnell von Russland als eigenständiger Staat anerkannt. Am 16. März war das Referendum. Am 18. März, zwei Tage später, haben sie einen Vertrag geschlossen. Krim auf der einen Seite für das Russland als eigenständiger Staat betrachtet und Russland eben haben diesen Vertrag geschlossen. Die Krim ist vom Augenblick der Unterzeichnung dieses Vertrages, also gar nicht nach Ratifizierung, sondern vom Augenblick des Unterzeichnungsvertrages, Ratifizierung geht ja über das Parlament und dauert immer eine gewisse Zeit. Im Augenblick der Unterzeichnung ist die Krim Bestandteil des russischen Territoriums. Die Russen haben diese Konstruktion gewählt, dass sie sagen, die Krim wird erst selbstständig und dann kommt sie zu uns. Weil es gibt ein russisches Gesetz über die Bildung neuer Subjekte, das ist also Bundesländer in der Russischen Föderation. Ist das möglich, unter Heranziehung von ausländischem Territorium, nur mit der Zustimmung des anderen Staates? Die Ukraine hätte so eine Zustimmung nie gegeben, verständlicherweise, nicht wahr? Also haben sie gesagt, schaffen wir erst einen eigenständigen Staat, nämlich die Krim, und dann machen wir mit denen einen Vertrag. Die haben ja zugestimmt. Und dann sind sie zu Russland gekommen. Das ist also die Konstruktion gewesen. Was ist dazu zu sagen? Die Krim hat dieses Referendum durchgeführt. Man muss sicherlich auch davon ausgehen, dass die Mehrheit der Krim-Bevölkerung für einen Anschluss an Russland war, wenn auch nicht die 98%, die kamen dadurch zustande, dass alle ukrainisch Gesonnenen und Krim-Tataren, nicht wahr, die haben nicht teilgenommen. Damit haben nur die Russischsprachigen an diesem Referendum teilgenommen. Das kam dann auf 98%, lief sich das ja aus. Und die haben dafür gestimmt. Das ist fraglos. Aber man kann nicht sagen, dass zu diesem Zeitpunkt schon eine effektive Krim-Staatsgewalt bestanden hat. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch ukrainische Streitkräfte da, es waren Polizisten da, es war Staatsgewalt ukrainische da. Die konnte nur nicht zum Tragen kommen, wegen der Drohung von Russland, dass sie dann einmarschieren würden. Sonst hätte die Ukraine da losgeschlagen und wäre gegen die Aufständischen vorgegangen.
konnten sie nicht, weil sie weil die Russland da Gegenmaßnahmen androhte. Das war die Situation. Man muss also sagen, dass erst dass zu dem Zeitpunkt, als die Krim anerkannt worden war, noch keine effektive Staatsgewalt bestanden hat, damit ganz klarer Verstoß gegen das Prinzip der territorialen Integrität von der Ukraine durch eine vorzeitige Anerkennung der Krim. Also auch hier klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Das heißt, wenn man zusammenfasst, kann man als Fazit kann man sagen, erstens, die Krim gehörte zur Ukraine und gehört zur Ukraine. Das ist also gar keine Frage. Die Ukraine hätte jederzeit auch mit Waffengewalt die Krim zwingen können, im Staatsverband zu bleiben. Also eine Art Bundeszwang dann ausüben können. Auch das ist außer Frage. Die Krimbewohner hatten kein eigenes Recht auf eine Sezession. Das ist völkerrechtlich nicht vorhanden. Ganz von der, in der Verfassung sowieso nicht, in der ukrainischen sowieso nicht vorgesehen, aber auch völkerrechtlich möglich. Die Russen haben gegen das Aggressionsverbot verstoßen und sie haben verstoßen gegen das Gebot der territorialen Integrität. Also das ist das Fazit. Und da also bin ich relativ entschieden. Ich weiß, da muss ich sagen, wir müssen hin und her wägen. Nein, das ist das Ergebnis. Ich will trotzdem noch, das hatte ich auch angekündigt, noch die Parallele zum Kosovo ziehen. Nicht wahr? Das haben wir ja 1999 und eigentlich sage ich viel interessanter im Jahr 2008 sowas gehabt. Was war mit dem Kosovo? Da hat es diesen Krieg gegeben, weil Serbien in nicht hinreichender Weise die Autonomie des Kosovo bewahrt hatte, die es ja mal gegeben hatte. Nicht? In der Verfassung von 1974, in der jugoslawischen Verfassung, serbischen Verfassung, war die Autonomie des Kosovo festgeschrieben. Das hat dann Milosevic 1989 aufgehoben. Und dann hat es so eine Widerstand gegeben, passiven Widerstand von Seiten der Albaner dort, Rugova, Sie kennen den Namen vielleicht noch. Und das militarisierte sich allerdings ab 1997, nämlich auch übrigens im Zusammenhang mit diesem Zusammenbruch von Albanien. Da sind nämlich sehr viele Kosovo-Albaner nach Albanien gegangen, haben sich bewaffnet. Und die Serben haben da sehr heftige Maßnahmen, ich möchte jetzt nicht sagen, wer die Maßnahme ergriffen hat, ergriffen. Und das ging schon, also ich möchte nicht sagen, ein Genozid, aber doch massive Menschenrechtsverletzungen. Mit wirklich Mord und Totschlag, das war wirklich ganz furchtbar. Und der Westen sagte, wir müssen sie jetzt schützen, nicht? Erfahrung von Srebrenica, wo ja auch mal 5000 Leute umgelegt worden sind. Und da haben sie dann das bombardiert. Ich sage auch nochmal, das war nicht abgesichert durch gar keine Resolution. Das war nicht völkerrechtsgemäß. Es hat ja dann einen deutschen Völkerrechtler gegeben, der sogar nachher Richter geworden ist am IGH, der sagt, das war eine lästliche Sünde, nicht wahr, nach der katholischen Glaubenslehre. Ich habe da gewisse Zweifel, ob das so übertragbar ist, aber das nur am Rande. Jedenfalls ist man reingegangen, das Ende war dann eine UN-Resolution des UN-Sicherheitsrats, also eine bindende Resolution, was steht da drin, und zwar aus dem Jahr 1999, nach Ende des Krieges, Kosovo bleibt Bestandteil von Serbien, zunächst einmal. Kosovo kommt unter eine UN-Verwaltung. Zweitens. Drittens, und wir haben entsprechende Organe gewählt, eine Verfassung ausgearbeitet von Seiten der UN und da gab es dann kosovarische Organe, aber unter der Oberhoheit der Vereinten Nationen. Und drittens, es soll eine Lösung gefunden werden im Rahmen eines Settlements, einer Lösung eben des Konfliktes zwischen Kosovo und Serbien. Eine zweiseitige Lösung, keine einseitige Lösung. Es kam dann zu Verhandlungen über viele Jahre, die scheiterten immer wieder. Ganz einfache Sache, die Albaner konnten sich nicht mehr vorstellen, weiterhin unter serbischer Hoheit zu leben. Und die Serben sagten, wir können uns nicht vorstellen, dieses Territorium, wo die Wiege des Serbentums lag, sie ist in Amselfeld gestanden, und Amselfeld 1389, nicht mehr, dass das jetzt wieder zurückkommt, dass das aus unserer Substanz verloren geht. Kam zu keiner Einigung, es wurden sehr viele Bemühungen sind da aufgebracht worden. Und dann wurde einseitig erklärt von Seiten des Kosovo, und zwar der Organe, wir machen uns selbstständig. Und es war eine einseitige Lösung. Und da hat der Westen das sofort anerkannt. Und das war ein Verstoß gegen die Lösung, die der UN-Sicherheitsrat gefunden hatte, der gesagt hatte, es muss eine zweiseitige Lösung sein. Und diese Anerkennung, die dann im Jahr 2008, also die Bundesrepublik zwei Tage nach der Unabhängigkeitserklärung hat sie ausgesprochen, war mit Sicherheit eine vorzeitige Anerkennung. Zu diesem Zeitpunkt hat das Kosovo überhaupt keine effektive Staatsgewalt gehabt. Da waren noch, und das ist ja bis zum heutigen Tage so, waren dann noch 2000 Richter und Staatsanwälte, Polizisten tätig, um da die Staatsordnung aufrechtzuerhalten. Die hängen heute noch so einen ganz überwiegenden Teil am Tropf der EU, um überleben zu können. Also von effektiver Staatsgewalt kann man da nur cum grano sales sprechen. Also,
Kosovo vorzeitige Anerkennung und damit hatte der Westen einen Präzedenzfall gesetzt. Die Russen haben das damals sehr stark kritisiert. Die haben das sehr stark kritisiert und gesagt, das kann so nicht sein. Und ich selber habe das auch für völlig, für gerechtswidrig gehalten und habe gesagt, das kann den Westen nochmal aus die Füße fallen. Und es ist ja auch geschehen, noch im selben Jahr 2008, das war vorhersehbar eigentlich, das Abend in der Kirche konnte man das vorhersehen, hat Russland dann im Rahmen des Georgienkrieges, der nicht unbedingt von Russland begonnen worden ist, aber als es dann soweit kam, hat Russland dafür gesorgt, dass Südossetien sich selbstständig erklärte und auch Abchasien. Und dasselbe Argument haben die Russen jetzt benutzt im Zusammenhang mit der Krim und haben gesagt, das, was ihr damals gemacht habt, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt also, von daher gesehen ist die Position des Westens extrem schwierig. Der Westen wusste, dass das eine schwierige Meinung war, die er da vertreten hat im Jahr 2008, als das Kosovo sich selbstständig erklärte. Und hat man gesagt, das ist kein Präzedenzfall, das ist ein einzigartiger Fall. Das ist, sage ich mal, deutlich Quatsch. Das ist echt ein Quatsch. Das hätte nämlich bedeutet, dass das Völkerrecht für eine Sekunde den Atem anhält und gewissermaßen sich zurückzieht und erst dann weitergeht. Nein, natürlich ist das ein Präzedenzfall. Man muss untersuchen, ob der Fall des Kosovo anders gelagert ist als die Krim. Man kann natürlich sagen, wie in der Vorfälle in Kosovo ist tatsächlich zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen. Das ist in der Krim so nicht geschehen. Deshalb ist da ein Unterschied. Das könnte man vertreten. Man muss aber sagen, dass der UN-Sicherheitsrat trotz dieser Vorfälle gesagt hat, unmittelbar im Anschluss an den Krieg, trotzdem bleibt das Kosovo bei Serbien. Erstens und zweitens war im Jahre 2008 die Situation eine völlig andere. Da hatte inzwischen eine Reform in Serbien stattgefunden. Es war eine demokratische Verfassung da, die auch weite Minderheitenrechte und Autonomierechte für Gebiete wie die Vojvodina oder eben auch das Kosovo vorgesehen hat. Von daher gesehen konnte man 2008 jedenfalls nicht mehr sagen, dass also hier die Gefahr eines Genozids bestand. Also sehr schwierige Position, also ich sage klar, völkerrechtswidrig und wenn die Russen sich heute auf die Position des Westens beziehen, dann tun sie das in gewissem Rahmen mit gutem Grund. Was ist denn der Westen? Ist das auch die Schweiz? Also man muss das doch ein bisschen... Also wenn Sie es genau wissen wollen, es haben inzwischen über 100 Staaten das Kosovo anerkannt. Die ersten waren ein großer Teil der USA natürlich, und ein großer Teil der Mitglieder der Europäischen Union, aber interessanterweise nicht alle. Also Spanien hat das bis zum heutigen Tag das Kosovo nicht anerkannt, Rumänien ebenfalls nicht, Griechenland nicht, Nordzypern-Fall, Zypern natürlich auch nicht, und aber auch eine große Anzahl von wichtigen Staaten, die es gewissermaßen zur Normensetzung besonders berufen sind, wie südamerikanische Staaten, Brasilien, dann... Indien, Südafrika, China, nicht wahr? Die haben es alles nicht anerkannt. Es ist insofern, wenn ich im Westen sage, ich nehme das durchaus auf, da ist das etwas differenziert zu sehen. Es ist bloß die vorherrschende Meinung, innerhalb auch der EU wird das den Spaniern etwas vorgeworfen, dass sie da nicht etwas offensiver mit umgehen. Aber vielen Dank für den Hinweis, ich will das auch gerne in dem Sinne präzisieren. Gut, das ist also, dass Kosovo-Parallelen sind da durchaus zu sehen. Völkerrechtlich, wie gesagt, beide Fälle halte ich für völkerrechtswidrig. Völkerrechtswidrig, ich sage in dem Sinne, das Kosovo ist nach Völkerrecht heute noch Bestandteil von Serbien. So kann man durchaus argumentieren, weil es auch dieses ganze UN-Mandat noch nicht geendet hat. Und dasselbe gilt für die Krim, sie ist Bestandteil von der Ukraine. Ich will trotzdem noch einen jetzt politischen Ausblick nochmal machen. Und man kann sich natürlich jetzt nochmal vielleicht zurücklegen, ein wenig von dem Juristischen zurücktreten, von den Prinzipien, Normen, die ich Ihnen hier versucht habe zu entwickeln und sich nochmal natürlich fragen, erstens, was ist die Lage der Ukraine? Zweitens, was ist das Verhältnis einer Bevölkerung zu seinem Staat? Und drittens, was bedeutet die Situation jetzt für die EU? Was ist die Lage der Ukraine? Die Ukraine hat einen großen und mächtigen Nachbarn, Russland. Die Ukraine hat bis zum heutigen Tage sehr enge Wirtschaftsbeziehungen mit Russland. Sehr enge. Hat auch mit der EU, aber viel stärker mit Russland. Warum? Weil Russland A, der große Energielieferant ist, und zwar bislang zu Vorzugspreisen. Das hat sich erst in den letzten zwei Wochen geändert mit 80% Preiserhöhung. Davor hat die Ukraine Vorzugspreise bekommen von Russland im Gas. Was ist für die Ukraine sehr wichtig?
so wichtig, das nur mal erwähnen, dass der IWF, der mal der Ukraine einen Kredit geben wollte, sagte, ihr müsst sehen, dass er von den Subventionen loskommt, die die Ukraine dann selbst gezahlt hat. Und die Ukraine noch unter Juschenko und Timoschenko, das ist nicht hier der Lukowitsch, hat gesagt, können wir nicht machen, das Volk auf die Barrikaden. Und da hat der IWF gesagt, da können wir euch keinen Kredit geben. Also das nur mal zum Hintergrund, dass das die hängen an den günstigen Bedingungen des Landes. Die EU hat zwar ein bisschen auch gezahlt, aber längst nicht solche Zusagen gemacht. Und er hat zwar jetzt das Assoziationsabkommen versprochen, aber das heißt nicht, dass da große Gelder geflossen wären. Und wenn Janukowitsch gewesen wäre, hätte ich auch nicht gewusst, ob ich unterschreiben soll. Das sage ich immer in dieser Deutlichkeit. Der Mann, also korrupt und alles, nicht? Ich will ihn nicht verteidigen. Aber es ist eine politisch absolut nachvollziehbare Position, dass er nicht unterschrieben hat. Weil er von den Russen wusste, ja, da haben wir Handelsbeziehungen, da kriegen wir unsere Energie, das kann gewissermaßen so weiter dahin plätschern. Vom Westen wissen wir nicht, worauf wir uns einlassen. Das ist also Lage der Ukraine. Wir müssen wissen, dass Russland als Gegenstück zur EU versucht, jetzt zurzeit eine entsprechende Wirtschaftsgemeinschaft im Osten aufzubauen, die sogenannte Euroasiatische Union. Im Augenblick 3 Mitglieder, Russland nämlich, Kasachstan und Weißrussland. Und Russland ist bemüht, halt noch weitere ehemalige Sowjetrepubliken davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Und natürlich in erster Linie die Ukraine als den bevölkerungsreichsten Staat. Also das wäre allerdings inkompatibel mit einer Annäherung an die EU. Sodass also Janukowitsch, jede Regierung da drüben in der Ukraine, eben wirklich auf einer Messerschneide reitet. Ich weiß nicht, wohin es geht, und es ist, schneidet ein. Das muss man wirklich sagen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wie ist die Identifikation der Bevölkerung, des einzelnen Bürgers mit seinem Staat? Auch das kann man da ja lange drüber nachdenken. Die meisten wahrscheinlich auch hier im Saal sind in diesen Staat reingeboren und man ist einfach dann Deutscher, weil die Eltern waren und die Großeltern wahrscheinlich auch nicht mehr. Es wird sicherlich einzelne Ausnahmen geben, aber das ist ja noch die traditionelle Art und Weise, wie man eben Verbindung zum Staat aufbaut. Und damit kommt auch immer so eine Art Legitimität. Der Max Weber, kennen Sie, großer Soziologe aus Heidelberg, er hat ja gesagt, es gibt 3 Arten der Legitimität, die natürlich auch zu der Identifikation des Einzelnen mit dem Staatsgebilde führen soll. Entweder durch das Charisma des großen Führers, nicht wahr, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt hier nicht in Rede, da hat es auch in der Ukraine wenig gegeben, von wenige Personen, die ein solches Charisma hatten. Dann die Tradition, das heißt, der Staat hat es immer gegeben, das war immer so, und ich war immer Bürger des Staates, meine Eltern, meine Großeltern waren es da. Das war ja so auch nicht in der Ukraine. Als Staat hat es die nie so gegeben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Als eigener Staat hat sie ganz kurz nach der Revolution gegeben, bis 1922, also 1918, ich war da Revolutionsbüro, dann bis 22, dann wurde der Unionsvertrag für die Sowjetunion abgeschlossen, war zu Ende. Und dann erst wieder ab 1991 und in mehr oder weniger zufälligen Grenzen aus einer Sowjetunion rausgelöst, wo viele Bürger hin und her gereist waren, dann eben auch mit einer sehr gemischten Bevölkerung. Und als die dann 1991 dann aufwachten, dann am 9. Dezember, nicht wahr, da waren sie plötzlich ukrainische Bürger und vorher waren sie da Sowjetbürger gewesen. Nicht? Das ist natürlich eine gewisse Überraschung. Und das führte dazu, dass natürlich viele sich nicht so recht identifizieren konnten. Das war ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, als viele eben der Minderheiten, die dann in einem anderen Staat aufwachten, auch sich mit dem jeweiligen Staat nicht so gut identifizieren konnten. Und und dann kam hinzu, dass die Ukraine ganz deutlich schlecht gelaufen ist. Ich weiß, das hat ein korruptes Regime, eine korrupte Regierung hat die andere abgelöst. Und das wenig Unterschied zu machen, auch so eine Kutschma sich angucken, Kravtschuk, Kutschma, Timoschenko, Juschenko, bis hin zu Janukowitsch, das ist, die haben unterschiedliche Farben, die einen orange, die anderen blau, aber korrupt sind sie alle. Das sage ich so deutlich. Und das ist eine Katastrophe. Ich kann Ihnen das auch in Einzelfällen belegen, auch aus der Juschenko-Zeit. Das ist keine goldene Zeit gewesen für die Ukraine. Und da ist natürlich dann die Frage, wie identifiziert sich ein Bürger mit dem neuen Staat? Zumal er dann sagt, eigentlich ethnisch gehöre ich ganz woanders hin. Und dann will ich noch was dazu sagen. Die Russen, die zahlen doppelt so hohe Pensionen wie die Ukrainer. Und wenn ich dann eben als armer Russe da oben in der Ukraine lebe und sage, der Staat funktioniert hier nicht und ich spreche sowieso Russisch und fühle mich dann ganz unwürdig, warum soll ich dann da? Und nicht ein Komma wegnehmen von dem, was ich völkerrechtlich gesagt habe, aber einfach mal zu sehen, wie kommt das eigentlich, dass das da so ist, dass da eine Bevölkerung so stark für Russland stimmt. Weil die sagen, da kriege ich doppelte Pension. Und da die Pensionen also extrem niedrig sind, das bewegt sich so im Rahmen von 300 Euro, nicht wahr? Da ist es schon eine nette Geschichte, wenn man das Doppelte bekommt.
Das ist also, das soll man nicht ganz verkennen. Und da kommt, wie gesagt, so manches auch in Erinnerung von dem, was nach dem Ersten Weltkrieg geschehen ist, was ja dann auch ins ganz fatales Ende genommen hat. Der dritte Punkt, das ist die Frage, was bedeutet das jetzt für die EU und auch die Ukraine selber, wenn jetzt gewissermaßen die neue Regierung sich entschieden dem Westen zuwendet. Das wird nicht immer so ganz deutlich gesagt, das wird für uns, also für den Westen, für die EU, das kann man begrüßen, aber zunächst muss man sagen, extrem teuer. Das soll man auch der Bevölkerung so sagen. Dagegen ist Griechenland ein Klacks. Die Ukraine bedarf eines völligen Neuaufbaus. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 für die Ukraine, da ist, herrschen zum Teil auch noch etwas große Illusionen. Die denken, die wenden sich dem Westen zu und schon bricht das Paradies aus. Leider hat die Geschichte der Integration in die EU immer gezeigt, es kam erstmal eine lange Leidenszeit. Polen steht heute relativ gut da. Also das war, als es nach dem Zusammenbau der Sowjetunion war es mehr oder weniger auf demselben Level wie die Ukraine, heute wesentlich besser, gar keine Frage. Aber nach einer langen Leidenszeit, massive Umstrukturierung, große Arbeitslosigkeit, Abbau von Betrieben, weil die nicht konkurrenzfähig sind mit dem, was hier im Westen so üblich ist. Das wird aufgekauft, ausgeschlachtet und was Neues dann hingesetzt, was nicht unbedingt mit dem Aufbau gleich von Arbeitsplätzen einhergeht. Die Ukraine muss sich darauf einstellen, dass das eine Zeit dauert. Und wenn man sich anguckt, wie wechselhaft sie gewählt haben in der letzten Zeit, überall war pro-westlich, aber gegen-westlich, dann weiß ich, das ging ja dann immer nur um Legislaturperioden von 5 Jahren, dann weiß ich nicht, ob sie genug Atem haben, auch einer Rosskur, wie sie die EU dann verlangen wird, einer solchen Rosskur sich zu unterziehen. Von daher gesehen ist das noch ein weiter Weg. Man kann sagen, schön, wenn sie Staaten annähern, die doch ein etwas tieferes demokratisches Verständnis haben als gerade Russland. Das ist sicherlich zu begrüßen. Aber man soll auch nicht verschweigen, dass das noch, was möchte man sagen, Blut, Schweiß und Tränen kosten wird. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die informativen Worte. Vielleicht machen wir es wieder so wie bei den letzten Malen, dass die Leute, die Fragen haben, vorkommen. Eine Frage von mir vorweg. Wie sieht das jetzt aus mit Blauhelmsoldaten? Wir hatten heute so die ersten Nachrichten, die ukrainische Regierung fordert Blauhelmsoldaten auf. Gibt es dafür überhaupt eine Legitimation, wenn es noch nicht mal einen echten Präsidenten oder so gibt? Aber vielleicht sammeln wir erstmal einfach 3 Fragen. Ja, ich fand das sehr differenzierend und einfach auch mal die verschiedenen Facetten darzustellen. Ganz einverstanden bin ich mit diesem Argument nicht, dass Sie sagten, er war ja noch der legitime Präsident sozusagen. Er hatte zwar jetzt nicht mehr sozusagen die volle Macht, aber das fand ich nicht ganz logisch. Also ich bin auch nicht so unbedingt dafür, dass jemand auch aus der pazifistischen Position heraus, jemand von außen zur Hilfe ruft an diesem Punkt. Aber ich finde, dass es da nicht so ganz, nur weil der jetzt gerade akut keine Macht hatte, weil er gerade entmachtet worden ist, das finde ich ein bisschen schwierig. Das Zweite ist, wie stehen Sie denn überhaupt zu der Frage von Sanktionen? Weil die Frage ist ja auch, dass man sozusagen insgesamt als Völkergemeinschaft grundsätzlich ja es nicht hinnehmen sollte, wenn etwas gegen das Völkerrecht passiert. Hier wird ja jetzt auch sehr stark davor gewarnt. Umgekehrt hat Russland ja auch keine Sanktionen gemacht, als die Kosovo-Geschichte anerkannt worden ist. Oder ich weiß nicht, ob es da Beispiele gibt. Und wie beurteilen Sie denn auch das Verhalten der EU zum Beispiel und auch der UN, wenn es in Russland zum Beispiel gegen Ingutschetien oder Ossetien ging, wo ja trotzdem weiterhin die Wirtschaftsbeziehungen aufrechterhalten worden sind. Ja, also, was ich auch immer sehr schwierig fand. Wenn man die Geschichte des Völkerrechts betrachtet, hat man den Eindruck, dass es eine Frage ist, der Kräfteverhältnis, was sich durchsetzt in einer Gesellschaft. Nicht nur rein, wie Sie das beschreiben. Man sieht es im Irakkrieg, es war eine massive Völkerrechtsverletzung. Bush wurde nie zur Verantwortung gezogen, obwohl er keine Legitimation hatte, weder im Sicherheitsrat und so weiter und massiv für die Folgen ja aufkommen müsste. Und da habe ich den Eindruck, das ist nicht nach dem Papier, das ist, wir waren ja in der UNO, dann haben die uns gesagt, ja, wir können nichts machen, das sind halt die Stärkeren, also die Stärke des Rechts wird durch das Recht des Stärkeren ersetzt. Und
da habe ich ein paar Fragen. Wir erleben heute auch schmutzige Kriege. Man sagt, die Amerikaner zum Beispiel hätten, um den Janukowitsch zu stürzen, 5 Milliarden investiert und man kann ja die Leute aufbauen und so weiter und kann im Parlament, gibt es ja viele Beispiele auf der ganzen Welt, destabilisieren. Und dann, wie Sie gesagt haben, eine Kette auslösen. Und jetzt sagen die Russen, machen wir das Gleiche wie in der Krim, auch jetzt Ostukraine, die besetzen jetzt auch die Rathäuser, das sind jetzt die Terroristen, damals waren es die Freiheitskämpfer. Und damit hat man den Eindruck, dass das Völkerrecht durch die Öffentlichkeit oder durch die politische Klasse mitdefiniert wird und auch so ausgelegt wird. Also die Doppelstandards erleben wir ja in der Berichterstattung und in der politischen Klasse. Das würde ich gerne noch von Ihnen bewerten. Und eine Frage konkret, Sie haben gesagt, die Krim, mir geht es gar nicht darum, haben die Recht oder nicht, aber da war ja auch eine Morgengabe. War das nicht auch schon eine Verletzung des Völkerrechts? Der Khrushchev konnte doch die Krim gar nicht in die Ukraine geben. Das ist doch keine Gutsherrenart, ein Land zu geben. Also ich will nur sagen, das Entscheidende ist, es wird mit doppelten Standards des Völkerrechts in der Öffentlichkeit bewertet. Das ist ein großes Problem, auch wenn man jetzt auf die Aktualität betrachtet. Ja. Vielen Dank. Ich finde, ich freue mich sehr über diese herausfordernden Fragen. Blauhelme, an sich, normalerweise geht das auch über einen Beschluss des Sicherheitsrats, den wird man wahrscheinlich hier nicht kriegen. Normalerweise werden sie bedarf es der Zustimmung des Landes, wo die dann stationiert werden und insbesondere auch, müssen wir Länder finden, die Truppen zu stellen, bereit sind. Ausgeschlossen ist das nicht. Und ich würde sagen, besser als ein Bürgerkrieg alle Male. Aber ich weiß nicht, wie weit da die Dinge fortgeschritten sind. Was kann ein entmachteter Präsident, was darf er tun? Nicht wahr? Also wer der zwar noch die Jure im Amt ist, aber eigentlich die Macht verloren hat. Sie sagen, das ist widersprüchlich. Ja, genau. Ich kann Ihrem Argument durchaus folgen. Trotzdem ist das Völkerrecht zurückhaltend. Ist das zurückhaltend und zwar aus dem Gedanken des Gewaltverbotes heraus. Weil eben solche innerstaatlichen Schwierigkeiten, sie passieren leider und zwar in durchaus nicht seltener Form. Und wenn dann immer derjenige, der dann aus dem Amt gedrängt worden ist, möglicherweise eben auch aufgrund von illegalen Vorgängen, ich möchte mal sagen, Herr Somoza, Nicaragua, nicht wahr? Sie erinnern sich, ja, wenn der jetzt gesagt hat, wir rufen die Amerikaner, um das hier aufrechtzuerhalten, das hätten wir ja wahrscheinlich auch nicht so sehr zu gutieren gewusst. Und da wird lieber gesagt, also es soll in solch einem Fall, sollen Außenstehende, wenn nicht die UNO da eintritt, nicht im Rahmen des Völkerrechts, sollten sich da zurückhalten. Also das ist vielleicht nicht eine einhellige Meinung, das muss ich durchaus sagen, Völkerrecht, aber es gibt doch sehr gewichtige Stimmungen. Ich denke, die Besseren sprechen dafür, dann zu sagen, dritte Staaten nicht in solche innerstaatlichen Konflikte reingezogen werden dürfen. Was nicht heißt, dass sowas nicht auch angelegt ist. Die Franzosen haben bis zum heutigen Tage noch mit ihren ehemaligen Kolonialstaaten entsprechende Verträge, wo dann eben im Falle eines Putsches, nicht was kommt ja leider ab und zu vor in Afrika, dann die französischen Streitkräfte dann auch eingesetzt werden können. Zum Schutz des alten Regimes, das er in der Regel dann ganz gute Beziehungen zu Frankreich hatte. Also ist nicht ganz unproblematisch. Ja, Völkerrecht ist natürlich ein alter Vorwurf an das Völkerrecht. Was ist das für ein Recht, das da nicht durchgesetzt werden kann? Es ist so, ja, das bedauere ich auch. Ich würde mich sehr freuen, wenn das Völkerrecht da stärker wäre. Und da bleibt natürlich die Hoffnung, dass es dahin kommen wird. Ich denke immer, man sagt das auch den Studenten, man müsste mal zurückdenken in die mittelalterliche Zeit, vor dem berühmten Landfrieden, dem ewigen Landfrieden aus dem Jahre 1495, da hatten wir hier das Federrecht. Wenn es da irgendwie zu Schwierigkeiten kam, dann durften die sich gegenseitig den Schädel einschlagen, nicht wahr, um zu ihrem Recht zu kommen. Und es hat doch eine ganz beträchtliche Zeit gedauert, bis das Gewaltmonopol des Staates sich rausgebildet hat. Das war ja dann zunächst mal auf Wochentage dann reduziert. Am Donnerstag dürfte das am Mittwoch nicht, oder Freitag. Und dann ist nachher am ewigen Landfrieden dann gar nicht mehr. Das hat ein paar hundert Jahre gedauert. Ich hoffe nicht, dass das im Völkerrecht so lange dauern wird. Aber Voraussetzung wäre natürlich, dass sich eine Struktur rausbildet, wo eine entsprechende Macht da ist, der Schutz des Völkerrechts gewährt. Und daran fehlt das heute. Das ist ganz klar. Wir hatten das fehlt auch schon daran,
Das liegt auch mit daran, dass eben im Sicherheitsrat, der ja in sich das machtvolle Organ innerhalb der Vereinten Nationen ist, dass da eben aus Gründen natürlich der Berücksichtigung der realen Machtverhältnisse alle Atomwaffenstaaten, da war es nicht mal von 1945 gerechnet, dass die da drin sitzen und eben zur Veto anlegen können, wenn Maßnahmen ergriffen werden, die gegen ihre Interessen gehen. Das ist total bedauerlich, also da stimme ich völlig zu. Trotzdem will ich nicht so weit gehen, will ich nicht so weit gehen zu sagen, das Völkerrecht ist damit gewissermaßen allein der Macht ausgeliefert. Der Westen tut sich unglaublich schwer jetzt in der Situation mit der Krim zu argumentieren, wegen des Vorfalls im Kosovo, das ist ganz eindeutig. Und die Amerikaner haben ungeheuerlich an Boden verloren durch das, was im Irak geschehen ist. Weil es nicht eine ganz allgemeine Auffassung gewesen ist, und es gehört schon sehr viel Fantasie, da irgendwas Rechtliches daraus zu entnehmen, allgemeine Auffassung gewesen ist, dass es ein ganz schwerer Völkerrechtsbruch gewesen ist. Und die Amerikaner haben dafür bezahlt. Nicht, natürlich kann jetzt nicht irgendein Land Amerika überfallen, aber sie haben dafür bezahlt. Sie sind in einem gewissen Maße da isoliert worden. Und dass auch Verbündete wie die Bundesrepublik ab und zu da doch etwas kesser auftreten, manchmal nicht genug, das liegt auch daran, dass die Amerikaner sehr viel Kredit da verspielt haben. Dadurch, dass sie in massiver Weise das Völkerrecht verletzt haben. Gegen Völkerrechtsverletzungen, da komme ich natürlich auf das zurück, was Sie gefragt haben, kann man natürlich was unternehmen. Nicht, wie gesagt, im Sinne eines Gewaltmonopols, wenn nicht der Sicherheitsrat sich einig ist. Wir sehen, dass Russland wenige Tage nach der recht oder unrechtmäßigen Sezession der Krim einen Vertrag mit derselben abgeschlossen hat. Ich bitte Sie, das zu vergleichen mit dem Vertrag, den die Bundesregierung mit der ebenfalls nicht rechtmäßig zustande gekommenen ukrainischen neuen Regierung abgeschlossen hat. Wie bewerten Sie denn das? Dann noch eine reine Informationsfrage auch zum rechtlichen Umfeld. Es gab ja im Rahmen der Auflösung der Sowjetunion dieses Versprechen, keine NATO-Osterweiterung zu machen. Ich weiß nicht, ich habe allerdings auch nicht groß recherchiert, wo ist das schriftlich niedergelegt, in welchem Rahmen und welche rechtliche Bindungswirkung entfaltet das? Also, es sind ja schon wieder eine Menge Fragen, die mich richtig wie aus der Reserve noch weiter noch aus der Reserve locken sollen. Ja? Also, Sezession. Ich bin ja mit dem Merkel gar nicht so unterschiedlicher Auffassung. Wir unterscheiden uns ja gar nicht so sehr, dass ich auch sage, wie es Völkerrecht sagt, Sezession, wenn sie dann eben durchgeführt worden ist als Fakt und ein Staat daraus entsteht, dann ist der Staat da, ja. Abgesehen allerdings, und das habe ich ja auch gesagt, wenn das unter Einsatz von Waffen geschehen ist, Nordzypern. Und hier muss man deutlich sagen, das ist so gewesen im Hinblick auf die Krim. Da waren die Russen bereit loszuschlagen, wenn die Ukrainer dann entsprechend vorgegangen wären. Das war eindeutig abzusehen. Von daher gesehen ist die Unabhängigkeit der Krim ist ohne die Präsenz und auch die Androhung des Einsatzes, die Präsenz der russischen Streitkräfte und die Androhung ihres Einsatzes nicht zu denken. Und von daher gesehen bin ich sehr dezidiert der Auffassung, dass das Völkerrecht ist und völkerrechtswidrig ist und damit eben auch zu verurteilen ist. Ich wusste erst gar nicht, als Sie sagten, habe das so einseitig dargestellt, ich hatte Sie erst so verstanden, dass Sie dachten, ich hätte zu EU-kritisch das Ganze schon hier dargelegt und Sie sagen, ich bin gar nicht weit genug gegangen. Also da muss ich nur einmal sagen, Verträge kann jeder Staat schließen und kann auch die EU schließen. Und wenn die sagen, wir bieten euch ein Assoziationsabkommen ab, dann geht das. Genauso wie ich auch mich hinstelle und sage, wenn die Russen den anbieten, kommt in die Euroasiatische Union, ist das in Ordnung. Es gibt Leute im Westen, die sagen, das ist eskalierend, das ist ein Druck, das ist eine Pression. Sage ich, nein, das ist eine Einladung, das ist völkerrecht. Und da muss man wir dürfen nicht dahin kommen und sagen, wir dürfen keine Verträge mehr schließen. Das ist ein Wirtschaftsvertrag, ist möglich. Die Sache mit der NATO, da hat es Versuche gegeben, die sind ja übrigens auch von der Bundesrepublik dann unterlaufen worden. Übrigens hat ja auch Obama jetzt klar gesagt, die kommen jetzt in der nächsten Zeit nicht in die NATO. Das muss man ja doch auch in der Vollständigkeit halber erwähnen. Richtig ist übrigens, dass die große Masse der Bevölkerung in der Ukraine gegen einen NATO-Anschluss ist. Die wollten wohl in die EU, aber nicht in die NATO. Das ist da, also wenn man das demoskopisch sieht, ist das die Auffassung.
Von daher gesehen wäre es vielleicht auch gar nicht so ratsam, die da einbeziehen zu wollen, aber das Assoziationsabkommen anzubieten, also rein rechtlich, sage ich, das ist möglich. Ob das politisch sinnvoll ist, ob das wirtschaftlich, was das kosten wird, ist eine andere Frage. Aber dass wir das Staaten oder auf Staatengemeinschaften verbieten, Verträge auszuarbeiten, anzubieten, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Sie fragten, Sie fragten ja, wie ist das mit der Osterweiterung? Es gibt einen Vertrag, in dem das drinsteht. Und zwar etwas ganz Bestimmtes drinsteht, das ist der 2+4-Vertrag. Da ist also geregelt worden, dass eine NATO-Erweiterung auf das Gebiet der ehemaligen DDR nicht stattfindet. Punkt. In dem Vertrag steht nichts drin, dass also keine NATO-Osterweiterung insgesamt stattfindet. Hätte die Bundesrepublik auch gar nicht machen können. Die 2+4-Verträge waren ja einerseits die drei Westalliierten plus Sowjetunion damals noch und eben die beiden deutschen Staaten. Die hätten natürlich sagen können, wir werden dafür sorgen, dass Lettland nicht in die NATO kommt. Die Letten hätten aufgeschrieben. Das muss man so deutlich sagen. Das ist, oder die Polen, ich habe ja gesagt, die Polen werden nicht in die NATO gekommen. Werden wir hier garantieren, dass das nicht ist? Was meinen Sie, woran die Polen sich erinnert gefühlt hätten? Wissen Sie? Ribbentrop, Molotow. Also da muss man vorsichtig sein. Es gibt zwar irgendwelche, das war aber so ein bisschen durch, ich habe das leider noch nicht genau zu fassen gekriegt, dass es irgendwie so informelle Absprachen gegeben hat, aber dass formell irgendwo ein Vertrag besteht, wo die Bundesrepublik zugesagt hat, dass die Polen auf keinen Fall in die NATO kommen, das gibt es nicht. Das können Sie ganz sicher sein. Das wäre morgen in der Zeitung oder wenn übermorgen würde Herr Ribbentrop zitieren. Mit Sicherheit. Aber das nur dazu. Ja. Ja, richtig, das ist natürlich sagen, das hier wurde mir gesagt, das sei widersprüchlich, dass einerseits ich sage, die Krim, die konnte war kein Staat, aber mit der Regierung in der Ukraine lassen wir uns ein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Bei der Krim geht es darum, die Staatenbildung. Ist die Krim überhaupt ein Staat? Und da sage ich, nein, ist kein Staat. Die Ukraine ist ein Staat, ganz unabhängig davon, wer da an der Regierung sitzt. Ein Staat geht nicht unter dadurch, dass die Regierung sich wechselt. Also Deutschland hat auch das Kaiserreich überlebt und es hat die Weimarer Republik überlebt und das Dritte Reich und heute sind wir in der Bundesrepublik. Das ist alles ein Staat, die Bundesrepublik. Wir sind auch, deshalb auch haftbar für alles, was da an Dummheiten geschehen ist, nicht wahr? Das ist durch die unabhängigen Regimewechsel so gewesen. Von daher gesehen kann die Bundesrepublik mit der Ukraine einen Vertrag abschließen. Jetzt die Frage, wer da dann der Ansprechpartner ist, das ist natürlich etwas heikler, aber da sind nicht dieselben Kriterien anzulegen mit der Anerkennung der Regierung wie im Fall der Staatenbildung. Die Staatenbildung ist eine sehr stark, also völkerrechtlich geprägte Vorgang in dem Sinne, es muss dann eben ein Staat effektive Staatsgewalt ausüben. Das geht eben darum, weil andernfalls es zu leicht auch zu Kriegen kommen kann, weil man sagt, ich habe den ja schon anerkannt, ich sehe den als eine Einheit an. Wenn hingegen dann innerhalb eines Staates da zu irgendwelchen Umstürzen kommt und man sagt, ich kooperiere mit A und nicht mit B, dann ist das vielleicht auch zu früh und nicht in Ordnung, aber es ist nicht mit demselben Maßstab zu messen. Also jetzt etwas klarer sind, was die Russen befürchten. Sie haben neulich erklärt, sie möchten, dass die Ukraine so frei bleibt. Und das hat man eigentlich können. Und unter diesem Gesichtspunkt ist die Politik der EU völlig desaströs. Ich frage Sie, ob Sie denken, dass das bewusst so dilettantisch gehandhabt wurde, um einen Konflikt herbeizuführen, oder ob die wirklich so dilettant sind. Na, da sieht man ja am Ergebnis. Zweite Frage, da möchte ich jetzt anknüpfen an die letzte Bemerkung von Ihnen. Was uns die Aufnahme der Ukraine kosten würde, da wäre Griechenland nur ein Klacks. Jetzt frage ich Sie, welches Recht wird denn da verletzt, dass wir nicht gefragt werden, ob wir damit einverstanden sind, die Ukraine aufzunehmen? Dann zum Schluss noch einen Vorschlag. Und der Vorschlag geht an die UN. Und da würde ich der UN vorschlagen, einen neuen
Zusatz in Ihre Charta aufzunehmen, mit der vorstehenden Begründung, um dem mörderischen Ringen, um dem fortwährenden mörderischen Ringen, um Regierungsmacht ein Ende zu bereiten, beschließt die UN folgenden zusätzlichen Aufnahme eines Artikels in ihre UN-Charta. Und der lautet, würde so lauten: Die Menschen haben das Recht, ihre Regierungen jederzeit abzuwählen und eine neue zu wählen. Die Eintrittsbestimmung dieses Verfahren wird in Artikel sowieso geregelt. Und auch die Sanktionen, die Verletzung dieses Artikels nach sich ziehen. Das, denke ich, das wäre ein wirklich großartiger Fortschritt in der Geschichte dieses Völkerrechts und vielleicht auch ein großartiger Fortschritt auf mehr Frieden in dieser Welt. Ja, ich bin sehr dankbar, dass Sie sagten, Herr Janukowitsch wäre juristisch noch der Chef der Ukraine. Es findet eine Session statt. Meines Gefühls nach ist die Session noch nicht beendet. Die Ostukraine kämpft sehr. Wir wurden von unserer Presse hier ständig darauf aufmerksam gemacht, dass die ganze Ukraine plötzlich in der Hand derjenigen ist, die in Kiew das Sagen haben. Sie haben das übrigens auch gesagt. Sie haben gesagt, auf der Krim gibt es ukrainische Soldaten in einer Kaserne. Also ist die Krim, muss die Krim den Rebellen in Kiew gehorchen. Also ich habe den Eindruck, es gibt eine Sezession. Die Krim hat ganz klar und eindeutig zu erkennen gegeben, dass sie auf der Seite Janukowitschs sich befinden und also diese Sezession nicht machen. Völkerrechtsmäßig ist also das Problem, was machen die Sezessionisten in Kiew? Warum sollen die besser behandelt werden als die auf der Krim? Und das Argument mit den Soldaten, um das nochmal vorwegzunehmen, ich weiß nicht, wo die Soldaten herkamen und sie haben sich auch nicht gewehrt. Sie haben gesagt, sie wurden unter der Drohung gezogen. Aber das ist keine juristische Bewertung, sondern es ist eine politische Bewertung. Ob die Soldaten, die auf der Krim waren, in einem Sezessionskrieg wohlgemerkt, das Sagen haben juristisch. Und dann möchte ich was ganz Schlichtes sagen, den Leuten auf der Krim geht es gut, wenn man es vergleicht mit dem, was in der Ostukraine jetzt passiert. Also da bin ich ganz froh, dass die außen vor sind. Man muss ja das Ganze immer politischer Kontext sehen, nicht nur immer völkerrechtlich. Und man muss das Ganze in einem politischen Kontext sehen und nicht nur in einem völkerrechtlichen. Was hätte Ihrer Meinung nach Putin jetzt tun sollen, wenn der Westen, also die NATO und die EU-Erweiterung immer weiter fortschreitet, und die wollte natürlich auch in die Krim runter. Und die Krim ist ja von eminenter Bedeutung für Russland. Ohne die Krim kann sie ein Stück weit einpacken. Was hätte also jetzt Putin machen sollen? Also ich persönlich habe da großes Verständnis dafür. Also, die Fragen sind ja, was würde ich sagen, etwas verwirrend, weil die einen sagen, wir wollen die Macht abschaffen und die anderen sprechen für die Macht. Sie haben ja nur aus dem Grund, doch ein Machtpolitisches, was soll er tun? Ja, was soll er denn tun? Ja, man kann ja sagen, gar nichts. Man könnte auch sagen, gar nichts. Lass laufen. Aber Sie sagen, nee, er musste was machen. Das ist ein machtpolitisches Argument. Ich nehme das einfach nur hin. Ich will Sie gar nicht deshalb kritisieren, sondern ich will darauf aufmerksam machen. Das ist ein ganz machtpolitisches Argument, dass man sagt, ich verstehe Putin. Ich kann das machtpolitisch analysieren. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt als Machtpolitiker. Aber es ist ein machtpolitisches Argument. Da müssen wir ganz klar sein, das müssen wir so Bananen nennen. Und man muss gar nicht sagen, beim Westen ist das schlecht, aber beim Osten ist gut. Oder umgekehrt. Von beiden Seiten muss man sagen, wenn die EU sich erweitert, ist das natürlich auch Machtpolitik, klar. Und wenn der Putin das Gegenstück setzt, diese Euroasiatische Union, ist ein Stück Machtpolitik. Weil er sagt, alleine kann ich nicht bestehen, ich baue auch irgendwelche Alliierten. Ja, aber EU, NATO, aber ja. Ich schaue nach die Politik. Ja. So. Die Frage ist, will ich denn als Friedensbewegung oder Friedensorganisation, will ich also diese Machtpolitik, die man verstehen kann, aber will ich die akzeptieren? Also, wie es Ostukraine und Krim, natürlich ein Staat. Sie sagen, es spielt ja keine Rolle, ob da, die vorletzte Frage, da hinten, ja. Es spielt ja keine Rolle, ob ein Staat, die Polizisten oder die
Soldaten, die da stationiert waren, und es waren welche stationiert, das möchte ich sagen, das ist nicht erfunden, die ukrainische Flotte ist auch in Sewastopol stationiert, der größte Teil. Das sind auch Soldaten, auch wenn sie nur bei der Marine sind. Es ist aber auch an Land, hat es da Kasernen gegeben, da waren selbstverständlich Soldaten, die ja dann auch umzingelt worden sind, und es hat auch Polizeieinheiten da gegeben, also es war Staatsgewalt da. Ja, ein Staat hat zum... Ich sage noch mal, zunächst mal hat ein Staat ein Recht, auch seine territoriale Integrität zu verteidigen. Ein Staat, aber nicht eine Sezessions... Das ist doch der Unterschied. Janukowitsch war der Staat. Nein, wir sind hier nicht bei Ludwig dem 14. Janukowitsch war nicht der Staat, war ein Organ, ein Organ gewählt, war da möglicherweise, oder mit Sicherheit sage ich sogar, da... rechtswidrig vertrieben worden, aber Janukowitsch ist nicht der Staat, das muss man so deutlich sagen. Und grundsätzlich hat ein Staat jedenfalls ein Recht, sich da dagegen zu wehren und dagegen vorzugehen. Und wie gesagt, die Russen treten das auch. Was meinen Sie, warum sie in Tschetschenien so aktiv sind? Sie können das auch dann vielleicht kritisieren, aber zunächst einmal ist es nicht so, dass egal wer will, der kann gehen. Nicht? Weil das hat solche Bewegungen übrigens gegeben, wenn Sie sich mal die Geschichte des Auseinanderfalls der Sowjetunion angucken. Im Jahr 1990, da hat es Stadtbezirke in Moskau gegeben, die sich für unabhängig erklärt haben. Da ist natürlich dann irgendwo der Punkt gekommen, wo es sagt, das geht nicht, wir müssen die Stadt zusammenhalten, das Land auch nachher. Also, gewissermaßen jeder, wie er kann oder wie er will, das ist noch nicht ganz so anerkannt. Und ich weiß auch nicht, ob das zum Besseren führt. Und da komme ich auch zu dem, was Sie sagen. Eigentlich müsste es in der UN-Charta festgeschrieben werden, dass die Bevölkerung jederzeit die Regierung absetzen kann. Damit sprechen Sie ja sehr stark für das, was auf Maidan geschehen ist, oder wie? Damit sprechen Sie sehr für das, was auf dem Maidan geschehen ist. Ja. Abwählen, ja gut. Aber abwählen zunächst einmal, abwählen ist alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre, je nachdem, wie lange die Legislaturperiode ist. Das ist demokratische Forderung. Die war ja zunächst gegeben. Und da müssen wir sagen, das haben wir ja in vielen Ländern jedenfalls so. Wählen. Natürlich, das will ich überhaupt nicht fragen. Das gibt unendlich viele Modelle. Gibt es mit allen auch Schwierigkeiten, wenn wir verbunden sind? Können wir lange jetzt drüber. Alles ist denkbar. Das ist ja schön, auch an meinem Fach, dass man so vieles sich denken kann. Sind Sie ja vorsätzlich vorgegangen, der Westen, oder ich sage immer der Westen, ich weiß nicht, sehe das kriegt, also die EU-Staaten im Hinblick auf die Ukraine, oder war das Vorsatz, wollten die Chaos herbeiführen? Also wenn Sie mich fragen, was sage ich, das ist eine Menge Dilettantismus tatsächlich im Spiel gewesen. Sehr dilettantisch ist dieser Fall behandelt worden. Im Westen war überhaupt kein Gefühl für die Ukraine da. Also viele wussten gar nicht, wo die ist. Die wenigsten kennen die Geschichte der Ukraine. Was die Ukraine bedeutet, was die Kultur der Ukraine bedeutet, dass die Ukraine aus sehr vielen verschiedenen Teilen besteht, dass zum Beispiel ein Teil der Ukraine, das berühmte Lemberg, Wuf, Wif, Lof, wie Sie es nennen wollen, die war ja alles, ist dieselbe Stadt immer, die hat erst ab 1939 unter deutscher Mitwirkung gehört sie zum russischen Reich, das hat vorher nicht zum russischen Zarenreich gehört. Das ist völlig unbekannt, nicht wahr? Diese Leute, die fühlen sich da nicht als Russen da im Westen. Also das muss man sich angucken. Ich sage, von daher gesehen, ist tatsächlich da einiges dilettantisch gelaufen und ist lange vergessen worden. Die Ukraine, man kümmert sich um andere. Der Russenland war wesentlich wichtiger und im Übrigen hatte man in Europa gerade in den letzten Jahren genug zu tun. Aber ich halte das für ein ganz gewaltiges Übersehen. Und die Ersten, die noch da in der Lage waren, da ein Verständnis für die Situation der Ukraine zu wecken, waren die Polen, als ihre Nachbarn, die ja auch ihre ganz eigene Geschichte haben mit der Ukraine, auch nicht immer sehr friedlich, zum Teil sehr, sehr blutig sogar. Aber die Polen waren diejenigen, die damals dagegen waren, dass der goldene Vorhang, die goldene Mauer an ihrer Ostgrenze errichtet wird, weil damit der gesamte Kleinhandel, der zwischen der Ukraine und Polen bestand, bis zum Jahre 2004 von heute auf morgen weggefallen ist, mit gravierenden Folgen für die ukrainische Wirtschaft. Schöne Osterweiterung der EU, aber auf Kosten dann, wenn Sie so wollen, der Ukraine.
Wenn Sie sagen, ja, warum wird das Volk nicht gefragt, ob die Ukraine beitreten soll der EU oder nicht? Es gibt da genaues Verfahren. Das werden Verträge geschlossen und die gehen ins Parlament. Das ist unser Volksvertreter. Können Sie natürlich sagen, das wollen wir anders machen mit imperativem Mandat? Ich weiß gar nicht, ob das alles so geht, dann mit imperativem Mandat. Ist da insofern eine demokratische Absegnung findet statt? Also ich spreche jetzt nur über einen Vertrag, einen möglichen Vertrag, davon ist konkret auch überhaupt nicht die Rede. Die EU ist im Augenblick absolut nicht willens, die Ukraine aufzunehmen, weil sie weiß, was das da für Folgekosten bedeutet. Also im Augenblick ist davon nicht die Rede. Ja, hier eine Frage an uns alle. Wir haben jetzt die brisante Situation, erleben wir ja. Es soll am 25. Mai ein Referendum sein. Es ist ja eine riesen Auseinandersetzung. Wir hören ja in den Medien und in der Politik, dass die Situation unglaublich zuspitzt. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Meine Frage wäre, die Abstimmung will ja einmal in der Ostukraine stattfinden. Das ist eine ganz andere Sache, die Sie ja dann aber sagen, ist ja nicht legitim. Dann will jetzt der Präsident sagen, nee, die ganze Ukraine in Aussicht stellen. Aber ich frage mich auch, was können wir jetzt politisch auch beitragen, um diese Situation, die sich ja wirklich zuzuspitzen, zu scheinen, das ist eine Frage an uns alle, dass wir da was beitragen. In den Medien finde ich sehr einseitig und in der Politik auch. Das ist eine Sache, finde ich, die ist völlig unübersichtlich, wie die weitergeht. Haben Sie da Vorstellungen? Ja, ich meine, Sie haben ja wahrscheinlich alle Ihre eigene Auffassung. Der Steinmeier hat das ja im Februar versucht. Er ist ja darüber gereist, nicht um sich da irgendwelche goldene Sachen aufs Haupt zu setzen. Lassen Sie mich mal ausreden. Der ist darüber gereist und es hat sich gezeigt, das ist über ihn weggegangen. Und zwar bevor die Tinte trocken war, ist das über ihn weggegangen. Und jetzt war natürlich die Frage, was kann er eigentlich machen? Der hat da natürlich einen Wahnsinnsautoritätsverlust erlitten. Und jetzt ist die Frage, kann er da überhaupt nochmal auftreten? Ich würde da überhaupt noch für voll genommen. Oder kommt nicht dann doch die Straße, also ich sage mal so deutlich, die sagt, nee, das interessiert uns gar nicht, wir gehen darüber hinweg. Das sind gar nicht unsere Vertreter, die das unterschreiben, wir wollen was ganz anderes. Das ist von daher gesehen extrem schwierig. Natürlich, das Wort Deeskalation ist ja hier mehrfach benutzt worden, das ist natürlich das Gebot der Stunde. Und ich möchte also bei aller Kritik, die ich auch gegenüber, hoffe ich deutlich genug, gegenüber der EU heute zum Ausdruck gebracht habe, es werden natürlich Maßnahmen da auch ergriffen. Ich will es ja so deutlich sagen, dieses idiotische Sprachgesetz, was dieses neue zusammengesetzte Parlament da ruckzuck dann verabschiedet hat, das nämlich den Gebrauch des Russischen als Staatssprache auf der Krim abschaffen wollte, das ist ja da nicht unterzeichnet worden. Das ist auf Druck der EU nicht unterzeichnet worden, weil die gesagt haben, das geht völlig nach hinten los. War leider schon zu spät, weil dann das war der Tropfen, der das Fass dann auf der Krim zum Überlaufen brachte. Aber da ist natürlich ein Versuch gemacht worden. Und der Versuch eben auch Putin in eine Kommission mitzubringen, die gewissermaßen ein Fact-Finding macht, also guckt, was ist eigentlich da im Augenblick Sache, und dann eben auch eine Lösung zu erarbeiten, das ist natürlich der Versuch einer Deeskalation. Ist aber zum augenblicklichen Zeitpunkt insofern schwierig, weil es möglicherweise hieß, okay, wir verhandeln jetzt über die Ukraine, über die Ostukraine, und erkennen dann stillschweigend an, dass die Krim gelaufen ist. Wenn wir das in dieses Gesamtpaket auch noch die Krim wieder reinbringen, dass für Putin, der hat da gar keine Verhandlungsmasse. Das muss er so deutlich sehen, weil er wiederum seinerseits innerstaatlich derartig unter Druck steht, dass von der russischen Bevölkerung, die sagen, das ist Wiedervereinigung. Und zwar nicht nur, das sage ich auch nochmal ganz in dieser Deutlichkeit, nicht nur irgendwelche nationalistischen Hardliner, sondern viele Russen sagen, jetzt kommt wieder altes russisches Land zu uns zurück. Das ist eine ganz klare Sache. Und es ist schwierig, dagegen jetzt anzugehen. Also sagt ihr aber völkerrechtlich, da geht das nicht. Ich habe versucht, russische Völkerrechtler einzuladen zu einer Konferenz über dieses Thema. Mir ist unter der Hand bedeutet worden, wir wissen ja auch, wie es rechtlich zu beurteilen ist, aber wir können uns mit einer solchen Position heute in Russland nicht nach draußen trauen. Das ist ich habe vorher festgestellt, Sie haben die ganze Sache unter den zweiten Teil unter machtpolitischen Gesichtspunkten gesehen und das auch einigermaßen, naja, man kann sagen, gleichwertig oder wie auch immer dargestellt. Vielleicht nicht die Einzelheiten noch weggelassen. Ich bin etwas verwundert darüber,
und zwar bei den Reaktionen teilweise von Ihnen, dass Sie immer das Recht eingefordert haben und auch bei Ihnen und das gegen die Gewalt gesetzt haben, die also tatsächlich stattfindet. Ich denke, die Weltpolitik, die wir haben, sogar im Völkerrecht, ist irgendwo auch auf die Gewalt, die jeder Staat hat, begründet. Das kann man schon allein dadurch ablesen, dass die wichtigsten Mächte haben sich ein Veto zugestehen lassen. Das heißt, es läuft völkerrechtlich nichts ohne ihre Zustimmung oder es ist rechtswidrig. Das heißt, es muss immer eine gewisse Gewalt hinter dem Recht sein, sonst wird es nicht ausgeführt. Die Idealisierung des Rechts halte ich nicht für richtig. Ich meine, würde ich bei allen Einschränkungen, die ich auch im Hinblick auf das Völkerrecht machen muss, ich habe ja eben darauf auch gesagt, dass es da doch mangelt an einem Rechtsdurchsetzungsmechanismus, einem entsprechend effektiven, muss ich ja doch sagen, dass ich gar nicht weiß, was wir ohne Recht machen. Es gibt ein sehr schönes Buch eines finnischen Völkerrechtlers, Koskiniemi, das den Titel trägt, ist ein Buch über das Völkerrecht, The Gentle Civilizer. Es geht darum, dass die Verhältnisse zwischen Staaten und damit auch zwischen den Völkern zu zivilisieren, aus diesem Zustand, wo das Gesetz des Dschungels herrscht, herauszuführen. Das ist ein ganz langsamer Weg. Und ich will gar nicht sagen, dass wir das Macht überflüssig wird, dass sie wegdefinieren können. Sie ist notwendig, auch übrigens innerstaatlich. Auch innerstaatlich. Wenn ein Mord passiert, das sage ich in der Deutlichkeit, da erwarte ich auch Staatsgewalt, die dagegen einschreitet. Und wenn es zu Diskriminierung in massiver Weise von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen kommt, dann erwarte ich Staatsmacht. Und ich finde das auch gar nicht anrüchig, das so zu nennen. Ist das Vetorecht nicht gerade der Dschungel? Ich habe dem Vetorecht nicht das Wort geredet. Das ist die Realität. Wenn wir das nicht gehabt hätten, man kann das sehr bedauern, also das Recht ist der ständigen Mitglieder, Frankreich, Großbritannien, USA, Volksrepublik China und Russland, da eben bindende Entscheidungen des Sicherheitsrats zu blockieren, das als allgemeine Erklärung. Dieses Vetorecht ist natürlich, stellt in Rechnung die Machtverteilung, jedenfalls so, wie sie 1945 war. Natürlich ist das ein Zugeständnis an die Macht, aber wir hätten die UN-Charta gar nicht gekriegt und ich sehe die als einen Fortschritt an, wenn wir nicht dieses Zugeständnis an die damaligen Staaten gemacht hätten. Und wir hätten den weiteren Krieg in Syrien, wenn kein Veto eingelegt wurde. Darf ich einen Satz zu diesem Konflikt sagen? Die Staaten, vor allem die mexikanischen Staaten, haben ja mit dem Recht nicht ihr eigenes Interesse abgegeben. Und das besteht immer noch. Das ist immer noch unterschiedlich. Das ist nicht. Das schon auf die Rechtsordnung gerichtet, aber die Definition des Rechts. Halten Sie sich vor. Russland definiert sich sein Recht. Zu Recht, sage ich mal, die Westeuropäer und die Amerikaner definieren sich ihr Recht auch. Aber deshalb sage ich ja, ist es auch doch immer sehr bezeichnend, wie etwa solche Abstimmungen stattfinden. In den Vereinten Nationen, also in der Generalversammlung, als es da kam, wie das Verhalten der Russen auf der Krim zu beurteilen ist, dann haben 100 gegen die Russen gestimmt, 50 haben sie enthalten und 8 mit den Russen. Das sah nicht gut aus für die Russen. Und da würde ich sagen, es geht hier nicht darum, dass hier russisches Recht gebildet wird, sondern da gibt es Staaten, die wissen, was es bedeutet, wenn man die Prinzipien, die Russen angewendet haben, auch auf sie selber anwendet. Also man darf da nicht vergessen, es geht Russland nicht nur um die Krim oder die Ukraine, sondern ich sehe das so, dass es um ganz Russland geht. Putin ist eigentlich mehr oder weniger verantwortlich, er ist eigentlich verpflichtet, Maßnahmen zu unternehmen, um die Umzingelung von der NATO abzublocken. Das würde ich an seiner Stelle würde ich mir auch was überlegen. Sie haben in Ihrem Vortrag das ganz klar gesagt, dass es völkerrechtlich falsch war, völkerrechtlich unrichtig. Aber ich verstehe, dass er was überlegt hat und vielleicht kommt aus dieser Verfahrenssituation doch heraus, dass die Ukraine vielleicht neutral bleibt. Und damit hat eigentlich Russland und Putin erreicht, was er wollte. Zu meinem Vorschlag für den Zusatz in der UN-Charta. Es geht nicht nur um Maidan. Sie wissen das selbst, was in den letzten Jahren, wo überall
Menschen, Hunderttausende teilweise, ob das in Thailand war, in Ägypten war, in Libyen oder in Syrien, überall finden diese Auseinandersetzungen statt. Und wenn man das reglementieren würde, wenn man da Regeln dafür finden würde, könnte man einen großen Teil dieses Blutvergießens verhindern. Fast würde ich sagen, Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber gewisse Zweifel habe ich, weil auch das, was in diesen Ländern, die Sie zitiert haben, da herausgekommen ist, ich habe da eine Anschauung aus Libyen, ist nicht so toll. Auch wenn das Volk da auf die Straße gegangen ist, jetzt schlagen sich gegenseitig die Schädel ein und kämpfen das ums Öl und so weiter. Also ich habe da meine Schwierigkeiten mit, leider. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Es ist, es hat da nicht unbedingt immer nur zum Besseren geführt. Und ob Putin mit der Umzingelung, möglicherweise sollten wir versuchen, eben dieses Denken abzubauen. Es an sich waren wir ja schon viel weiter. Ich meine, Putin war mit, es hat Gremien waren ja geschaffen worden, sogar innerhalb der NATO, wo Russland mit drin saß, wo es mit beraten konnte, wo es auch mit seiner Auffassung zum Besten geben konnte. Man muss auch sagen, ich meine, nicht, dass ich die Politik des Westens für sehr geschickt halte, auch mit den Raketen und so, da können wir lange drüber sprechen, aber man darf umgekehrt nicht verkennen, dass diese Maßnahmen, die Russland jetzt einleitet, zu ungeheuerlichen Ängsten führen. Ich komme aus Kasachstan, in Nordkasachstan, Karaganda, nicht weit da oben, Lager bekannt für Atomversuche und Deportationen übrigens Riesenmengen. Da ist eine russischsprachige Mehrheit, muss man sagen. Und das wäre ein Kandidat für einen Beitritt zu Russland im Fall, dass in der Nachfolge Nazarbayev, nicht, dass jetzt den Präsidenten von Kasachstan, es zu Unruhen in Kasachstan kommt. Und die Kasachen, die fürchten das. Die Kasachen fürchten das, dass das los ist. Und das Baltikum auch. Und wenn heute die Rede davon ist, dass wir sagen, ich war unser Verteidigungsminister, der hat das ja schon sehr offen ausgesprochen, aber durchaus auf sehr konkreten Wunsch von bestimmten östlichen Ländern, dass die NATO ihre Truppen stärker an die Grenze zum Osten verlegt, das ist nicht sehr förderlich, auch das russische Verhalten. Die Balken sagen, wir müssen eine Garantie haben, dass die Russen da nicht einmarschieren. Und dann ist die Frage, ja, wie stehen wir zu unserer Bündnisverpflichtung? Das ist ein ganz klares Problem. Und die Gefahr ist da, ja. Dass die einfach, da sind Urängste da. Die haben es 1940 erlebt und die haben das 1944 nochmal, nicht wahr? Zwischendurch haben die Deutschen da gehaust, auch nicht sehr fein. Die haben Urängste und die sagen da auf gar keinen Fall das normal sein, wir müssen dafür Garantien haben. Und das, was da in Russland geschehen ist, diese Art der Machtpolitik, auch mit militärischen Mitteln, das ist nicht sehr glücklich, das muss man so deutlich sagen. Und ich sage nicht, was soll Putin machen, die Frage haben Sie auch aufgeworfen. Ich sage, soll er doch sein Reich attraktiv machen? Dass die Leute dann da sagen, wir machen mit. Nicht, was bei der EU ja lange Zeit so gewesen ist, wir servieren, obwohl wir sie bombardiert haben. Ich war auch völkerrechtlicherweise, ich wiederhole das nochmal, damit das also nicht in den Verdacht geraten hat, irgendwie auf den falschen Bein Hurra geschrieben zu haben. Wir haben die bombardiert trotzdem, weil die Serben wollten sich uns anschließen. Naja, und das, weil sie gar keine Alternativen haben, sind ja alle umringt, das geht ja gar nicht. Wie will ich denn in der Mitte einer Insel noch Handel treiben? Naja, aber es ist nicht nur das, da wissen Sie, und das ist übrigens auch für die Ukraine von Interesse. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Kontakt. Ich bin also auch, gut, ist in Lemberg gewesen, das ist natürlich die Situation sowieso eine andere, aber ich habe auch mit Leuten aus Odessa gesprochen. Odessa ist eine russischsprachige Mehrheit. Das ist ähnlich wie das Südukraine, aber es ist ähnlich wie der Ostukraine. Nur um der Zahl mal zu sagen, man geht davon aus, auf die Gesamtukraine 78% ukrainisch und 22% russischsprachig. Wobei nicht alle, wo es für und gegen, das geht nicht allein entlang der Sprachgrenzen, das muss man auch mal dazu sagen. Aber die Leute da unten sagen, es ist eine Frage der Generation. Es gibt immer eine alte Generation, das sind zum Beispiel Pensionäre, die sagen, ja, wer zahlt eigentlich meine Rente? Und das kann ich gut nachvollziehen. Wenn ich sage, ich kriege nur 300 Euro, muss dann mir irgendwelche Socken stricken, nicht wahr, und die dann am Straßenrand verkaufen, dann sage ich, warum soll ich nicht beim anderen Staat leben? Man hat dann ja vielleicht nicht mehr so große Lebenserwartung, bis das dann die ganz große Freiheit ausbricht, da gehe ich dann lieber zum Mütterchen Russland. Und die junge Generation, die eben auch Kontakt hier zum Westen hat, hier studiert hat, hier umgereist ist und sagt, eigentlich ist das bessere System. Als dass ich in einem Staat lebe, wo Völkerrechtler, wenn sie was gegen ihren Staat sagen, und ich habe hoffentlich hier genug...